Oh, hallo und herzlich willkommen im Büro. Ich wollte das eigentlich als sehr kurzes Video machen. Ich sehe schon, es wird wahrscheinlich kein sehr kurzes Video, weil ich muss es ausführlicher erklären, sonst kapiert es hinterher wieder keiner. Aber jetzt machen wir erstmal eine kleine Einführung. Die Natur kann das am besten, die braucht uns nicht, ist ein Kommentar, den ich sehr, sehr häufig lese und der mir inzwischen ziemlich auf den Keks geht. Das mag stimmen, ja? Das löst aber in keinster Weise irgendwelche Probleme, die in den nächsten Jahrzehnten anstehen werden und ist schlicht und ergreifend auch überhaupt keine Option, sofern man jetzt eben nicht der einzige Einsiedler in 10.000 Hektar menschenleerer Wildnis in Kanada oder ähnlichem ist. Und wenn wir da alle hinwollen, dann wird es da auch eng. Daher jetzt eben dieses Video, das ist alles so ein bisschen zu kurz gedacht, dieser grundsätzliche, die Natur kann das alleine am besten Gedanke, und bezogen auf den Wald ist dieses Statement natürlich, dass der Wald es alleine auch am besten kann, weil der Wald ja von vielen Leuten eben auch als Natur wahrgenommen wird. Da ist er ja auch sehr nah dran, das ist eine Tatsache. So, aber wie gesagt, das ist viel zu kurz gedacht und ich nehme das jetzt hier nochmal als Voice-Over auf, weil das Original-Intro ein bisschen zu unfreundlich geworden ist. Man kann sich da nämlich schon so ein bisschen langsam mal auch drüber aufregen, und das hat der Ben vor Ort nicht ganz hingekriegt, da die notwendige Ruhe zu bewahren. So, also worum geht's in diesem Video? Wir spielen mal durch, was würde denn passieren, wenn wir es wirklich die Natur machen lassen würden und jetzt mal spaßeshalber einfach nur für dieses Szenario den Wald vollständig sich selbst überlassen. Und Wald bekommt jetzt also das Universalprädikat. Sobald der Wald es selber macht und die Natur es selber macht, ist es richtig und da mischen wir uns überhaupt nicht mehr ein. So, das ist ein Extremszenario, das man so selbstverständlich nicht umsetzen könnte. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir es doch können, weil scheinbar gibt es ja offensichtlich Leute, die genau das immer mal wieder fordern und immer mal wieder haben wollen. Das hat dann nämlich eben eklatante gesellschaftliche Konsequenzen, sage ich jetzt mal. Da aber eben dieses Extremszenario grundsätzlich super unrealistisch ist, denkt euch doch bitte einfach selbst aus, was wäre, wenn wir das nur zu 50% umsetzen, was wäre, wenn wir das zu 30% umsetzen, was wäre, wenn wir es zu 80% umsetzen. Die positiven wie auch negativen Auswirkungen auf verschiedene Teile der Gesellschaft und des Gesamtseins, wenn man so möchte, sind dann entsprechend stärker ausgeprägt oder weniger stark ausgeprägt, je nachdem, wie viel Wald man letztendlich sich selbst überlässt und die Natur es selber machen lässt. So, dann wichtig wäre noch zu sagen, ich spreche immer mal wieder von Urwäldern. Das ist deswegen so, weil die Leute ja dauernd sagen, sobald du einen Wald in Ruhe lässt, also manche Leute das sagen, dann wird er sofort zum Urwald und alles regelt sich wieder von allein und alles wird gut. Urwälder gibt es nicht mehr, keinen einzigen, auf dem ganzen Planeten nicht. Wir haben die komplette Atmosphäre beeinflusst, damit auch jeglichen Teil der Erdoberfläche, der mit der Atmosphäre im direkten Zusammenhang steht. Das heißt, hätte es uns nie gegeben, dann wären auch die Primärwälder, die es noch gibt, also zumindest die, die wir nie gefällt haben, nochmal ein bisschen anders in ihrer Entwicklung verlaufen, als das jetzt durch eben unseren anthropogen verstärkten Klimawandel der Fall ist. So gesehen müssen wir uns also klar machen, es gibt gar keinen Urwald mehr. Es gibt allerdings Wälder, die mehr oder weniger nah dran sind. Das schon. Und das nächste, die Natur selber machen lassen, das ist in Kanada durchaus möglich, das ist auch sicher in Alaska möglich und in Teilen Russlands mit Sicherheit auch. Es gibt noch weitere Orte auf dem Planeten, wo das geht. Wo es allerdings mit Sicherheit nicht geht, ist Deutschland. Komplett Deutschland ist mit Ausnahme von circa vielleicht 0,7% der Landesfläche eine Kulturlandschaft. Das gilt sowohl für die Wälder und erst recht für die Felder und sowieso für Städte, Dörfer etc. pp. Das heißt, komplett nahezu fast gesamt Deutschland ist von uns geterraformt worden. Die Struktur der Wälder ist auch stark verändert worden. Stark bis hin zu zumindest ein bisschen, sodass da deutliche Unterschiede zu einem möglichen Urwald, wie es ihn ansonsten hier noch möglicherweise gäbe, vorhanden sind. Ja, Flüsse sind umgelenkt worden, Moore ausgetrocknet worden, riesige Felder angelegt
worden. Teilweise sind sogar ganze Berge weggebuddelt oder eben riesige Mulden in die Landschaft gegraben worden, weil wir an irgendwelche Bodenschätzen ran wollten. Also uns muss klar sein, dass Deutschland keine Naturlandschaft mehr ist. Ja, das gilt für viele andere dicht besiedelte Länder ebenfalls. Und daher ist ein die Natur macht's am besten und die Natur macht's richtig. Nur dahingehend halt noch möglich, dass man jetzt von jetzt auf gleich sagt, ja, ab sofort soll es die Natur wieder in Ordnung bringen, was wir bereits angerichtet haben. Ja, das wären so die paar Präambeln und die paar Vorworte, die hier jetzt noch wichtig sind für das Spielchen. Und dann möchte ich noch ganz kurz ein bisschen die Gliederung ansprechen, über die es hier jetzt gehen soll, nämlich mehr Urwälder, schön, aber nicht die Lösung. Kapitel 1, warum werden sie denn trotzdem so oft als die Lösung angesehen? Warum gibt es so viele Prominente zum Teil, auch Vertreter der, wenn wir mehr Wald in Ruhe lassen, sind alle Probleme gelöst, Theorie. Zweitens, Fakten, die viel Urwald äußerst schwierig machen. Das sind so offensichtliche Dinge wie, wir brauchen als Menschheit viel Platz und viele Ressourcen. Und wenn wir viel Landoberfläche ungenutzt lassen, dann wird beides eng. Ne? Kapitel 3, was wäre, wenn wir mehr Urwald trotzdem durchboxen wollten oder würden, gegen alle Hindernisse hinweg? Wir haben die Macht, das jetzt einfach zu entscheiden, jeglichen Wald in Ruhe zu lassen. Was würde dann potenziell unter anderem passieren für uns als Menschen? Also jetzt bewusst aus anthropozentrischer Sichtweise betrachtet. Ja. Dann das vierte Kapitel, nachhaltige Nutzung von Wäldern, vielleicht besser, Fragezeichen. Da wisst ihr, wie ich dazu stehe, wenn ihr schon ein paar Mal bei mir reingeschaut habt. Das ist eine Notlösung. Ja, das ist nicht das Optimum. Das Optimum wäre tatsächlich, die Natur macht's alleine. Aber da sind wir schon längst drüber hinaus, dass das noch möglich ist. Das wird nicht funktionieren, aber das sprechen wir jetzt dann gleich, warum nicht. Und fünftens, berechtigte Abers. Das ist eine Wortschöpfung, Abers, die eben eine nachhaltige Waldwirtschaft zum Beispiel, die muss es erst noch geben, das ist noch nicht überall realisiert und da gibt es natürlich noch diverse Probleme und Herausforderungen, die eine solche Zukunft erstmal auch zu einer Herausforderung machen, aus meiner Sicht aber trotzdem immer noch realistischer, als wir machen mit der Natur einfach gar nichts mehr und überlassen sie sich selbst. So, wenn das jetzt einigermaßen interessant geklungen hat, das wäre so ungefähr jetzt der Inhalt, der nun folgt. Dann auch wieder mit mir vor Ort am Quatschen und damit wünsche ich jetzt viel Spaß und hoffe, die ein bisschen aggressiv klingenden Szenen erfolgreich rausgeschnitten zu haben. Das war noch das letzte Vorwort. Jetzt legen wir los mit Kapitel 1. Warum werden sie so oft als die Lösung angesehen, die guten Urwälder? Und da habe ich jetzt den Punkt, der sehr oft genannt wird, Urwälder speichern einen Haufen CO2. So, und jetzt ist es auch ein tolles Streitthema, über das man auch sehr lange diskutieren kann und viele, viele verschiedene Studien vergleichen kann. Speichern denn Urwälder mehr CO2 als Wirtschaftswälder oder speichern Wirtschaftswälder, dadurch, dass man das Holz irgendwo verbauen kann und es andere Rohstoffe substituiert, nicht möglicherweise noch mehr CO2? Ich möchte an diesem Punkt mal kurz erklären, warum die Urwaldfraktion der Meinung ist, dass Urwälder mehr CO2 speichern würden. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wenn man sie morgen unter Schutz stellt, sie morgen auch schon damit anfangen, CO2 zu speichern. Nämlich indem sie einfach weiter wachsen. Das hängt ganz stark davon ab, in welcher Klimazone man sich befindet. Je schneller das Waldwachstum ist, desto schneller geht auch die CO2-Speicherung, desto schneller wird Holz gebildet und Holz ist im Wesentlichen jetzt erstmal der schnell zuwachsende CO2-Speicher. Soll heißen, in den Tropen wird schnell viel gespeichert, theoretisch. Bei uns in Mitteleuropa mittelschnell, mittelviel und in zum Beispiel Sibirien langsam eher wenig, ja, aber stetig. Ja, das muss man natürlich auch noch dazu sagen. So,
Nächster Punkt, nicht nur im Holz wird CO2 gespeichert, sondern auch unterirdisch im Boden, nämlich erstens durch langsam absterbende Wurzelmasse, durch herunterfallendes Laub, was in den Boden eingearbeitet wird von Bodenorganismen verschiedener Art. Da kommt also auch langsam ein gewisser CO2-Speicher zustande. Der ist nicht unendlich beliebig vergrößerbar, wie das häufig gerne mal dargestellt wird, weil wenn da ewig viel Futter irgendwann im Boden steckt, ja, und die Bedingungen für Bodenlebewesen gut sind, dann werden da auch welche herkommen, die dieses ewig viele Futter, weil Kohlenstoffverbindungen sind essbar, insbesondere wenn du ein Wurm zum Beispiel bist, dann werden die Würmer auch kommen und dann werden die das Zeug auch aufmampfen und dann machen sie aus den festen Kohlenstoffverbindungen, die langfristig speicherbar sind, halt eben wieder das, was aus jeder Kohlenstoffverbindung besteht, sobald sie gegessen wird, nämlich Kohlenstoffdioxid. Und das haut wieder ab in die Atmosphäre. Also ja, es kommt zu einer Anreicherung von Kohlenstoff im Boden bis zu einem gewissen Grad. Dann stellt sich vermutlich ein Gleichgewicht auf einem recht hohen Speicherniveau ein, in dem die Würmer genauso viel fressen, wie im gleichen Zeitraum wieder oben drauf geschmissen wird. Und dieses Gleichgewicht ist aber auch nicht unendlich stabil. Sollte irgendeine Katastrophe dazu führen, dass jetzt die Würmer besonders viel fressen oder kein Kohlenstoff mehr nachgeliefert wird, weil zum Beispiel der Wald oben umgefallen ist durch einen Sturm oder durch schlicht und ergreifend hohes Alter. Auch dazu gab es mal einen ziemlich dummen Kommentar, der Meinung war, Entschuldigung, das ist wirklich dumm, Urwälder würden nie zusammenbrechen, sowas gibt es nicht, nein, das ist Natur, die hält ewig. Was Quatsch ist, ne, wenn du dir eine bestimmte Fläche anguckst, kann meinetwegen ein Fußballfeld sein, kann auch Gesamtdeutschland sein und lässt das zur gesamten Urnatur werden, dann werden die Bäume da trotzdem nicht unsterblich sein und irgendwann tot umfallen. Das immer so als kleines Grüppchen hier, als kleines Grüppchen da. Die dazugehörige wissenschaftliche Grundlage ist sehr weitgehend anerkannt, nahezu völlig unbestritten, könnte man fast schon sagen, und nennt sich Klimax-Mosaiktheorie, nur wer das nachschlagen möchte. So. Das heißt, solange da jetzt also unser Wald weiter wächst, speichert der auch weiter CO2, womit er, wie gesagt, morgen anfängt. Je älter der wird, desto langsamer wächst er. Wichtig, das ist grundsätzlich so und wenn er ganz, ganz alt wird, dann bricht er irgendwann auch mal zusammen. Wenn er nicht mehr viel wächst, speichert er auch nicht mehr viel zusätzliches CO2, da steckt aber jede Menge CO2 jetzt drin. Bricht der Wald jetzt allerdings zusammen, dann wird er über ein paar Jahrzehnte das darin gespeicherte CO2 zumindest zu großen Teilen, 80%, 90% kann man sich streiten, wie viel im Boden wirklich richtig langfristig gespeichert wird. Das hängt auch sehr stark vom Boden und den jeweiligen Bodenbedingungen, dem jeweiligen Klima ab. Aber so 80-90% von dem jetzt über lange Zeit von dem Wald gebundenen CO2 werden dann auch wieder frei und landen wieder in der Atmosphäre. Zeithorizonte sind diesbezüglich noch sehr, sehr wichtig, nämlich die nächsten 50, dann sagen wir mal mindestens 30 bis 50 oder 60 Jahre wird der Wald auf jeden Fall erstmal eine Menge CO2 speichern, wenn wir den gesamten Wald in Ruhe lassen. Das ist eine sehr große Menge und wäre erstmal klimatechnisch durchaus eine Hausnummer. Und zwar eine ordentliche. Das muss man schon fairerweise zugeben. Und das ist ein gutes Argument und auch eins der Hauptargumente, die man dann immer mal wieder hört, weshalb man denn alle Wälder, wie gesagt, das will keiner, wir gehen jetzt nur im Extremszenario davon aus, unter Schutz stellen und in Ruhe lassen sollten. Langfristig, irgendwann bricht, wie gesagt, jeder Urwald zusammen und dann haben wir in 150 bis 250 Jahren, je nachdem welchen Wald man sich anguckt, teilweise vielleicht auch noch ein bisschen früher, eben dann doch wieder das CO2 frei werdend, weil es in Form von Holz, das in der Natur in einem Wald, wo auch jede Menge Wesen, die Holz abbauen können, eben wohnen, niemals für immer gespeichert ist. Das ist unmöglich. Ja? Es sei denn, ein riesiger Erdrutsch rutscht drüber und sperrt das Ganze unter der Erde ein, dann bildet sich neue Braunkohle, aber lassen wir das. Ja? Und das ist also schon sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Heißt, ist Wald in Ruhe lassen für 100 Jahre oder was? Und das könnten, das ist wichtig, das muss ich auch, wenn ich anderer Meinung bin, tatsächlich dazu sagen, das ist wirklich ein gutes Argument der Leute, die sagen, lass den Wald in Ruhe, das ist am Klima wirksamsten. Für die nächsten 100 Jahre, das sind ja auch die 100 Jahre, um die es geht, in denen ist es am wichtigsten, dass wir quasi CO2 einsparen, einspeichern, eins von beiden oder am besten beides, weil die Zeit
werden wir, gehen viele von aus, maximal noch brauchen, bis wir derart effiziente regenerative Energiequellen-Technologie entwickelt haben, dass Strom- und Energiebereitstellung überhaupt kein Problem mehr ist. Sei es die Kernfusion oder eine Solarzelle mit 80% Wirkungsgrad oder was immer das dann sein mag. Ja? Kalte Fusion, was weiß ich. Die Physiker werden uns mitteilen, dass das wahrscheinlich unmöglich ist, aber ich meine ja nur. Jedenfalls geht man davon aus, dass man bis 2100, wenn wir bis dahin nicht größere Probleme erlitten haben, tatsächlich das Klimaproblem durch Technologie wird ganz gut lösen können. Dumm nur, die kommt dann zu spät. Wenn man bis dahin nicht irgendwas unternimmt, ist die Kacke dann schon so sehr am Dampfen, dass wir 2100 überhaupt nicht mehr erreichen werden. Zumindest nicht als hochtechnologisierte Gesellschaft mit vielen Individuen. Also das ist jetzt meine Meinung. Also, so viel erstmal zum CO2-Speicher durch Urwälder. Nächster großer Punkt, und der ist nicht von der Hand zu weisen und den brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Urwälder haben eine sehr hohe Biodiversität und zwar wirklich sehr hoch. Konkret in Deutschland hat ein potenziell wirklich richtig, richtig alter Wald mit Alters- und Zerfallsphase und allen durchgemachten Waldphasen inklusive intakten Bodenleben und allem Pipapo hat wahrscheinlich die höchste Gesamtbiodiversität von allen in Deutschland vorstellbaren Ökosystemen. Das ist toll. Ja? Und das ist auch ein absolutes Killer-Argument, weshalb es Urwälder oder sehr naturnahe Wälder, soweit halt möglich, ne? Weiterhin geben sollte. Und dass die extrem wertvoll sind, insbesondere wo es sie noch gibt, das steht damit völlig außer Frage. Also das ist wirklich Killer-Argument, damit kannst du hingehen und fast jedes Stück noch Rest Urwald auf dem Planeten im Grunde unter Schutz stellen, wenn du es dann politisch durchgesetzt bekommst. Aber die Notwendigkeit und die Argumentation, um das zu tun, die wäre meiner Meinung nach zweifelsfrei gegeben. So, drittens, die Natur kann es am besten. Das ist tatsächlich ein Argument, weil ich bin der Meinung, da bin ich nicht alleine, dass die natürliche Sukzession, sprich die Abfolge der Ökosystemtypen nacheinander, die auf natürlichen Begebenheiten durch Evolution und durch sämtliche Naturkräfte, die wir überhaupt nicht in irgendeiner Form steuernd eingreifen, entstehen. Diese Ökosysteme und dieser Prozess an sich, der hat aus meiner Sicht, und wie gesagt, da bin ich wirklich nicht alleine, definitiv auch einen Wert an sich. Diese Prozesse müssen stattfinden. Wenn man das aus egoistischem Interesse haben möchte, dann, damit man sie untersuchen kann, damit man daraus lernen kann, weil, wenn wir uns zum Beispiel das Fliegen angucken, ja, die unglaublich krasse Erfindung des Fliegens, Flugzeug, Hubschrauber, was auch immer. Das basiert ja auch alles auf Beobachtung von natürlichen Prozessen und auf Beobachtung des Vogelflugs. Und wir wissen ja gar nicht, was wir in der Zukunft alles noch rausfinden werden oder auch nicht rausfinden werden, weil es keine natürlichen Prozesse und die natürliche Sukzession, also die Abfolge von allen natürlichen Prozessen in einem Ökosystem, gar nicht mehr gibt. Das heißt, diese zu erhalten per se, hat erstens mal eine ethisch-moralische Komponente, dass das wichtig ist. Und zweitens, rein eigennützig, ist das die Quelle für alle Erkenntnisse, die die Menschheit bisher hatte. Letztendlich stammt jede Erkenntnis irgendwo in letzter Instanz aus einem natürlichen Prozess. Ja? Das heißt, natürliche Prozesse zu erhalten, wäre schon sinnvoll. So, das hätten wir definitiv, wenn wir ganz viel Urwald hätten, im großen Umfang getan. Das ist was Gutes. Und dann der letzte Punkt, Erholungsnutzen. Und über den kann man sich jetzt streiten. Aber grundsätzlich ist es mal so, wer mal in einer Urlandschaft gewesen ist, die vom Menschen kaum beeinflusst ist und nicht ein emotionaler Holzklotz ist, totes Holz wohlgemerkt, ja, nicht lebendiges Holz, der wird hoffentlich davon hellauf begeistert gewesen sein. Zumindest geht es mir immer so, wenn ich es mal tatsächlich schaffe, ein solches Gebiet zu erreichen und mich da ein bisschen umzugucken. Das ist einfach wunderschön,
ganz, ganz toll. Da fühlt man sich unglaublich wohl. Also der Nutzen, sowas zu erhalten, allein um da reinzurennen und von mir aus auch Bäume zu meinen Armen und eine Badehose anzuziehen. Ja, das ist ja vollkommen Schnurz, was man da dann treibt. Aber dieser Nutzen, der emotionale und zur Entspannung und auch für geistig und körperliches Wohlbefinden, der ist sicherlich extrem hoch und extrem wichtig einzuordnen. Und wenn jeder Wald ein solcher wäre, das wäre schon doll, ne? Aber Fragezeichen deswegen, weil wenn wir sagen, wir lassen die Natur in Ruhe, wie weit wollen wir denn das tun? Wollen wir sie so sehr in Ruhe lassen, dass wir sagen, wir bleiben selbst draußen? Weil sobald wir drin rumlaufen und möglicherweise ein Krümelchen Mikroplastik von unserer Hose, unserem Fließpulli, unserer Schuhsohle abfällt, dann haben wir sie ja wieder beeinflusst und wir wollen sie ja in Ruhe lassen. Und jetzt gehen wir mal in unserem Extremszenario zu Veranschaulichungszwecken wirklich davon aus, dass den Wald in Ruhe zu lassen auch bedeutet, dass wir da drin nichts mehr zu suchen haben. Dass wir also ein Fremdkörper in einem natürlichen Ökosystem wären, was man durchaus bezweifeln darf, und deshalb draußen bleiben müssen. Und damit fällt der Punkt Erholungsnutzen aus. Stattdessen hätten wir ein, du kannst von draußen, von qualmenden Fabrikanlagen auf dem Schornstein stehen und in den unberührten Wald gucken. Das ist dann Naturgenuss der Zukunft. Weil rein darfst du ja nicht mehr. Weil bist ja selbst keine Natur, ne? Nicht mal nackisch, weil dann hast du dir noch die Haare mit Head and Shoulders gewaschen und da drin könnten auch Partikelchen von Zivilisation sein, die nicht in den Wald gelangen dürfen. Beliebiges anderes Shampoo einfügen. Ja, gut. Also, das sind so ein paar nicht von der Hand weisbare Vorteile, die ein Urwald bzw. ein großer Anteil davon definitiv hätte. Da gibt es sicherlich noch mehr und ethisch-moralisch kann man noch ganz viel aus dem Hut zaubern. Es sind nur ein paar. Ich möchte hier trotz der Tatsache, dass ich aufgegeben habe, mich kurz zu fassen, nur ein paar Beispiele nennen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was die Zahl der Beispiele angeht. So, damit kommen wir zum großen Kapitel 2. Ja, Kapitel 2 ist Fakten, die viel Urwald schwierig machen. Jetzt erstmal, ja, was das dann für Konsequenzen hätte, ihn trotzdem durchzuboxen, das kommt dann im nächsten Kapitel, daher ist dieses hier auch recht kurz, nämlich, und das wird keiner in Abrede stellen können, das ist einfach so, das kannst du nicht wegdiskutieren. Die Menschheit braucht viel Platz, ist sehr viele, wir sind sehr viele, wir brauchen sehr viele Ressourcen, das ist jetzt erstmal so. Puff. Tatsache. Zweitens, wenn wir den Wald völlig in Ruhe lassen und alle natürlichen Prozesse im Wald ablaufen lassen, damit er eben zum Urwald werden kann, sofern das nicht schon ist, dann breitet der sich auch noch aus. Heißt, wir haben danach noch weniger Platz. Und das große Platzbedürfnis der Menschheit wird noch mehr zu einem großen Problem, weil dann wir ja nicht gegen den Wald vorgehen dürfen, weil der hat ja Vorrang. Der darf sich ja ausbreiten, weil das ist ja Natur und die macht es bekanntermaßen ja richtig. Das heißt, wir werden, je länger wir den Wald Wald sein lassen und Natur Natur sein lassen, immer weniger Platz zur Verfügung haben. Und gleichzeitig ist der Wald für uns sozusagen verlorenes Gebiet. Wir haben ja gesagt, wir dürfen da nicht mal rein. Dementsprechend dürfen wir da auch keine Ressourcen rausholen. Holz schon gar nicht, weil das würde ja bedeuten, dass man Bäume umschneidet. Auch kein Reh. Weil das müsste man ja töten, dann hätte man ja einen Einfluss auf die Rehpopulation und damit wieder einen Einfluss auf den Wald und die Natur. Und das wollen wir ja, wie gesagt, alles nicht haben. Die soll ja sich selbst überlassen sein. So, das klingt jetzt erstmal alles sehr unrealistisch, ist es auch. Aber das wäre jetzt die unmittelbare Folge, wenn wir tatsächlich sagen, wir lassen die Natur in Ruhe. Möglich wäre das Ganze nur dann, zumindest mal so grob drüber nachzudenken, wenn die Menschheit alternative Ressourcen nutzen und mit weniger Platz auskommen könnte. Ja? Und das spielen wir jetzt mal durch, dass wir tatsächlich genau das versuchen. Wäre es denn nach dem heutigen Kenntnis- und Erkenntnisstand denkbar, mit viel weniger Platz zurechtzukommen und alternative Ressourcen statt eben dem, was man so aus dem Wald holen könnte, zu nutzen. Das ist Kapitel 3, nämlich was wäre, wenn wir mehr Urwald unbedingt durchboxen wollten oder würden? Punkt 1.
Dafür bräuchten wir erst einmal allgemeine Akzeptanz des Nutzungsverzichtes. Das heißt, diese Idee, dass der Urwald über allem steht und man den nicht anrühren darf, das müsste jetzt zunächst mal jeder akzeptieren. Es dürfte also nicht irgendwie den Bob geben, der beschließt, ich habe eine Axt, ich gehe jetzt in den Wald Holz hacken und verschaffe mir einen riesigen Vorteil über alle anderen, weil ich beliebig viele gigantische Mengen von gratis Holz zur Verfügung habe, weil ihr alle zu blöd seid, in den Wald zu gehen und Holz zu hacken. Heißt, wir müssten den Bob irgendwie davon abhalten, dass er das tut. Und wir müssten auch selber nicht in Versuchung kommen, das zu tun. Das heißt, ich kann mir das nur vorstellen, dass das mit globaler Hirnwäsche, irgendwelchen blauen oder roten Pillen, je nachdem, ob rein oder raus aus der Matrix, oder sonstigen Krempel, das ist doch völlig utopisch. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktionieren würde. Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, plötzlich setzt sich globale Vernunft im globalen Bewusstsein der Menschheit durch. Wir sind ab sofort nur noch nett zueinander. Wir posten keine bösen Kommentare mehr auf Facebook. Wir klauen keinen Kindern mehr den Lutscher. Okay, das dürfen die wenigsten von uns machen. Wir wollen nicht mehr Flugzeug fliegen und haben kein Bedürfnis nach Schokolade, weil Kakao ja aus Südamerika oder sonst woher kommt. Ja, und solche Sachen. Ja, also globale Vernunft, außerdem sind wir alle Veganer, aber dazu kommen wir noch, setzt sich durch. Ja, realistisch, ne? Aber damit wir das weiter durchspielen können, gehen wir da jetzt mal davon aus. So, das bedeutet übrigens auch, dass die Superreichen beschließen müssen, och ja, jetzt bin ich halt super reich, aber ich gebe gern den Armen 99,99% von meinem Vermögen ab, damit die Armen nicht mehr arm sind. Das müssten alle Superreichen im Idealfall wahrscheinlich tun, weil ich weiß nicht, wie man ansonsten jetzt irgendwie so von der globalen Vernunftnummer her akzeptieren könnte, dass irgendwelche Leute 10% der Reichsten 90% der Ressourcen besitzen und so ein Krempel. Könnte schwierig werden. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht finden wir das auch alle gut, von Trump beherrscht zu werden, zum Beispiel, möglicherweise. Aber das Problem ist, nehmen wir mal an, in dieser tollen, neuen, gerechten und vernünftigen Welt, in der wir eben feststellen, dass Ressourcenverteilung auf alle gleichmäßig gerecht und toll wäre, und die Armen kriegen jetzt plötzlich Ressourcen und die hatten im Leben nie welche. Jetzt müssten die, obwohl sie jetzt die Möglichkeit haben, sich einen Schnitzel zu braten, trotzdem darauf verzichten, sich einen Schnitzel zu braten, damit das mit der globalen Vernunft und dem ganzen Verzichtsgedöns und so weiter weiterhin funktioniert. Das heißt, die sind jetzt zwar nicht mehr bettelarm, müssen aber freiwillig doch noch auf alles Mögliche verzichten. Das fällt vielleicht denjenigen, die im Leben noch nie arm waren und immer im Überfluss gelebt haben, leichter und die empfinden das dann als Bereicherung, auf das Simple Life zurückzukehren und zurück zur Natur und so weiter und so fort. Das machen aber grundsätzlich immer nur wohlhabende Europäer, US-Amerikaner, sonstige Leute mit Geld. Haben noch nie erlebt, dass irgendein am Verhungern, am Hungertuch nagender Bauer in Zentralafrika irgendwie auf die Idee gekommen wäre, ach komm, jetzt gebe ich meine Schüssel weg und meinen Lendenschurz weg, das brauche ich ja alles nicht, ich renne jetzt nur noch mit dem Speer in der Savanne rum. Oder in der Sahara alternativ. Gut, ja, so. Soweit dieser Punkt. Nächster Punkt. Ohne oder mit sehr wenig Holz müssten wir weiter auf Beton, Stahl und Plastik bauen. Alternativen wie Stroh, Hanffaser, Bambus brauchen ebenfalls viel Platz. Diesen haben wir nicht, denn wir müssen auch Nahrungsmittel anbauen. Soll heißen, wenn überhaupt weitere Ressourcen genutzt werden sollen, und das müssen sie, weil wir haben ja nach wie vor ein Bevölkerungswachstum. Ja, das heißt, wir brauchen irgendwo nochmal ein neues Haus, wo halt nochmal jemand reinpasst. Gehen wir mal davon aus, wir bauen in die Höhe, das braucht weniger Platz. Das wäre jetzt erstmal naheliegend. Ja, dann bauen wir trotzdem weiterhin mit Beton. Der braucht Sand. Sand ist tatsächlich eine inzwischen richtig knappe Ressource, weil dafür eignet sich eben nur Meeresbodensand. Und wenn du den vor der Küste wegbuddelst, dann rutscht Sand vom Land nach und die Küste rutscht quasi ins Wasser. Beziehungsweise das Meer bei der nächsten Sturmflut holt sich ein Stückchen Land zurück. Das funktioniert also nicht beliebig viel, Sand vor der Küste wegzubuddeln. Das hat enorme Konsequenzen eben für Küstenschutz, Springfluten, glaube ich. Solche Sachen. Ja, nur mal am Rande angemerkt. Alternativ Plastik.
Ja, wenn man das aus fossilen Energieträgern macht, ist das vielleicht nicht ganz so doll, zumal man die ja auch noch für was anderes braucht, weil Holz hat man ja nicht. Und übrigens Platz für regenerative Energiequellen wie Windräder oder Solarzellen hat man übrigens ja auch nicht. Nochmal das nächste Problem. Jedenfalls Beton, Stahl und Plastik wären dann wahrscheinlich so die üblichen, trotz allem noch die üblichen Hauptbaustoffe. Stahl musste auch erstmal geschmolzen kriegen, brauchst wieder Kohle für. Alles nicht so richtig gut. Ja, und übrigens bei solchen Sachen, da geht es ja dann letztendlich auch wieder um die CO2-Bilanz. Man müsste da dann aber schon auch noch mit einberechnen, dass wir, wenn wir tatsächlich sämtliche Wälder der Erde von alleine wachsen lassen und sich ausdehnen lassen, gleichzeitig mit unserem erhöhten fossilen Energieträgerverbrauch auch deutlich mehr Absorption von CO2 hätten, langfristig. Allerdings, das ist zwar viel, das reicht aber nicht aus, um jetzt nochmal einen weltweit gestiegenen, deutlich gestiegenen, massiv gestiegenen CO2-Ausstoß damit quasi zu kompensieren. Also die Rechnung geht nicht ganz auf. Davon abgesehen, fossile Energieträger werden dann beim erhöhten Verbrauch, weil viel weniger anderes Zeug auf wenig Platz nur noch zur Verfügung steht, werden die dann noch deutlich schneller alle. Und sofern sie unterm Wald liegen, kommen wir ja außerdem wieder nicht dran. Dann das nächste Problem, eben nachwachsende Rohstoffe, wo sollen die herkommen, die man sonst benutzen könnte? Du kannst auch ein Haus aus Stroh bauen. Du baust Strohziegel, klebst Stroh quasi zusammen zu einer Art Ziegel und daraus baust du dir ein Holz. Das ist nicht super, ein Haus, das ist nicht super haltbar, aber geht fürs Erste. Und da es ja global auch schön angenehm warm wird, mag das ja vielleicht unter Umständen funktionieren. Gleiches gilt für Hanffaser und sogar für Bambus. Die Pflanze mit dem schnellsten Höhenwachstum der Welt. Ich ärgere mich immer über den Spruch, die am schnellsten wachsende Pflanze. Ja, aber nicht Massenzuwachs, sondern lediglich Höhenzuwachs. Das macht sie tatsächlich am schnellsten. Ja, aber Biomasse pro Zeit, da gibt es schneller wachsendere Pflanzen. Das sind übrigens alles Bäume. Aber Bambus bräuchte auch wieder Platz. Ne? Alles, was wir anbauen könnten, was ein nachwachsender Rohstoff ist, geht von unserer Gesamtplatzmenge ab. Und wahrscheinlich brauchen wir das, was am Platz verfügbar ist, ziemlich hundertprozentig, abgesehen von dem Platz, den wir als Wohnraum brauchen und für Autobahnen und solche wichtigen Dinge, bräuchten wir garantiert zum Nahrungsmittelanbau. Und zumindest, wenn wir das so weitermachen wollen, wie wir das bisher gemacht haben und erst recht, wenn wir weiterhin Fleisch fressen wollen. Ja, was wir hoffentlich wollen. Wollen wir aber letztendlich dann vielleicht doch nicht mehr, weil das wird nicht funktionieren. Gut, nächster Punkt. Wollen wir Platz sparen beim Nahrungsmittelanbau? Gibt es zum Beispiel Gentechnik? Ja, ganz tolle Idee, super unkontrovers, sind wir gleich alle mit einverstanden. Oder Vertical Farming in Hydrokultur. Letztere mit UV-Licht. Und dafür brauchen wir dann regenerative Energiequellen, Atomstrom oder wieder Kohle. Erstere braucht Platz, also die regenerative Energiequellen. Außerdem wären am besten alle Veganer. Damit müssen auch alle einverstanden sein. Das sind so die Punkte, die ich mir hier so aufgeschrieben habe. Lass mal der Reihe nach durchgehen. Gentechnik bedeutet, Pflanze wird pro Fläche tendenziell schon effizienter und liefert höhere Erträge. Das geht bis zu einem gewissen Grad, das geht nicht über die Grenzen der Biochemie hinaus. Ja? Und man kann eigentlich im Grunde denen am ehesten noch Schädlingsresistenzen, bisher zumindest, vielleicht gibt es dann in nächster Zukunft auch noch irgendwelche Fortschritte, insbesondere wenn man in diese Richtung viel mehr forschen muss, weil man keine andere Wahl hat. Aber bisher waren es im Wesentlichen Schädlingsresistenzen, was man denen einklonieren konnte, dass du weniger Pflanzenschutzmittel brauchst, dann war es relativ günstig, das Zeug anzubauen. Teilweise wächst es auch schneller, teilweise wächst es auch besser. Dumm nur, hochspezialisierte Pflanzen sind auch immer sehr, sehr anfällig, wenn irgendwas, was nicht ihrer Spezialisierung entspricht, passiert. Und da wir ja erstmal immer noch weiterhin Klimawandel haben werden, das muss an dieser Stelle auch erwähnt sein, selbst wenn wir morgen auf alle Wälder wachsen lassen, mit großer CO2-Senke umstellen, das ändert nichts daran, dass die nächsten 30 Jahre schon quasi vorgeplant sind. Das, was wir dafür angestellt haben, ist schon passiert, das dauert jetzt 30 Jahre, wird auf jeden Fall ungebremst 30 Jahre weitergehen. Was wir morgen machen, wird erst in, ja, vielleicht 31 Jahren, und das ist auch sehr unterschiedlich und über die Zahl kann man sich streiten. Aber er ist viel, viel, viel später relevant. Heißt, morgen CO2-neutral zu sein, bedeutet, dass wir 2052 was davon haben, sozusagen. Ja?
Gut, ab 2052. Ja, die Gentechnik, hatten wir erwähnt, ne? Mal von den ganzen Risiken, die die mit sich bringt, die ja durchaus vorhanden sind. Ich will Gentechnik gar nicht ausschließlich verteufeln. Da gibt es auch Sachen, über die man echt nachdenken könnte, gerade für eine nachhaltige Zukunft, sofern man es dann kontrollieren kann. Das ist jetzt besser geworden, seit es CRISPR gibt. Aber umstritten bleibt's und risikoreich auch und sollte wirklich mit großem Bedacht, wenn überhaupt, angewendet werden. Ne? Vielleicht, wenn wir ohne klarkommen, wäre auch nicht verkehrt, würde nicht schaden. Vertical Farming, das ist im krassesten Fall ganz viele Schubladen. Also man kann sich im Prinzip ein Bücherregal vorstellen. Nur statt Büchern drin stehen da so ganz viele Kästchen, in denen Nährlösung schwappt und in dieser Nährlösung hängen die Wurzeln von Salatradieschen, Bohnen im Speckmantel. Nee, also schon Pflanzen, Tomaten, ja, sowas in die Richtung. Das hängt da alles drin, alles im gleichen Regal, schön lang nebeneinander, in riesigen Hallen, ganz viele Regalbretter übereinander und obendran an der Decke vom Regal, also am Boden vom nächsten Regal, hängen UV-Lämpchen. Und diese UV-Lämpchen im Idealfall geben die exakt genau das Wellenspektrum des Lichts ab, was eine Pflanze für optimale Photosyntheseleistung braucht und keine anderen Wellen des Lichts, weil dann ist es am energieeffizientesten. Das ist nicht mal eine Zukunftsfantasie, sondern das gibt's schon. Blöd ist, du musst halt diese UV-Lämpchen ja mit irgendwas betreiben, nämlich mit Strom. Ja, und den bräuchtest du für eine perfekte, nachhaltige Zukunft, logischerweise wieder aus regenerativen Energiequellen. Und die muss es dann halt in der näheren Umgebung im ausreichenden Umfang dann irgendwie wieder geben. Heißt, das Vertical Farming spart erstmal jede Menge Platz, spart zum gewissen Teil auch Ressourcen, weil die Nährstoffe, die man in die Nährlösung reinpackt, auch genau die sind, die die Pflanze auch wirklich benötigt und kein Quäntchen mehr. Ist also eine sehr effiziente Angelegenheit. Die müssen allerdings trotzdem irgendwo herkommen. Das ist dann das nächste Thema, wo man die dann hernimmt. Menschliche Hinterlassenschaften zu recyceln, ist dann eine Notwendigkeit, früher oder später, bei keinem Platz. Über das Recyceln von toten Leuten kann man sich dann auch Gedanken machen, ob das nicht vielleicht noch eine gute Idee wäre, weil auch da stecken noch jede Menge Nährstoffe drin in so einem nicht mehr benötigten Körper. Und ja, nur so mal als Beispiel. So. Ich will jetzt nicht zu viel über das Vertical Farming erzählen. Es gibt noch eine abgespeckte Version, die in jedem Fall sinnvoll ist und in Zukunft hoffentlich überall betrieben wird. Nämlich, du hängst dir einfach jede Menge Blumenkästen an die Hausfassade. Da scheint die Sonne von alleine hin. Das ist quasi gratis. Bisschen Bewässerung dazu. Dann wächst auch da eine Tomate am Empire State Building oder an beliebigen anderen Gebäude, sofern man die Fassaden schön begrünt. Also Fassadenbegrünung, auch eine Form von Vertical Farming. Sicherlich auch nochmal was als Beispiel in dieser kein Platz und keine Ressourcen aus dem Wald Welt im großen Stil notwendig wäre. Gut, wie gesagt, für die Variante in den Schubladen, in der Fabrikhalle mit den vielen, vielen Stockwerken übereinander, bräuchten wir dann wieder jede Menge regenerative Energie. Alternativ wird es auch mit jede Menge Atomkraftwerken funktionieren. Doof nur, dass die derzeit ziemlich lange brauchen, bis man sie gebaut hat. Das heißt, bis die fertig sind, spätestens bis dahin, bräuchten wir regenerative Energie. Wie gesagt, das geht nicht, weil braucht Platz. Und dann wiederum, oder zumindest geht es nur um zum gewissen Anteil. Wir könnten noch zu unsere Hausdächer, da eben noch Photovoltaik draufklatschen. Gleichzeitig könnten wir auf den Hausdächern aber auch wiederum Gemüsebeete draufklatschen. Das heißt, es gibt bei jeder Verwendung von Platz immer noch alternative Nutzungen, die vielleicht sinnvoller wären. Und wenn du das eine machst, kannst du das andere nicht machen. Platz doppelt zu benutzen ist sehr schwierig. Selbst wenn man in die Höhe geht, da ist nur die oberste Schicht für Photovoltaik interessant. Alle anderen Schichten sind zu dunkel, beispielsweise. So. Die Sache mit der Kernkraft, das ist ja auch was durchaus im Zuge von Klimadiskussionen immer mal wieder diskutiert wird, ob denn nicht vielleicht doch jetzt zurück zur Kernkraft, also der Ausstieg vom Ausstieg eine gute Idee wäre. Rein von der CO2-Bilanz her sind Kernkraftwerke erstmal ganz ordentlich gut. Ja?
Das muss man schon so sagen. Neben den bekannten Nachteilen, die die Kernkraft grundsätzlich so mit sich bringt, mit der Endlagerfrage und dem Problem mit dem Unfall, was ja bei modernen Kernkraftwerken viel weniger schlimm sein soll und so weiter und so fort, bleibt das Hauptproblem, das zumindest jetzt mal aus realistischer Sicht, nicht in unserem Szenario, sondern in der Realität, die Dinger immer noch arschteuer sind und damit nach aktuellen, wirklich sehr verlässlichen Prognosen Kernenergiestrom wahrscheinlich teurer wäre als der aus erneuerbaren Energiequellen, zumal der tendenziell immer günstiger wird, während Kernenergie tendenziell eher teurer werden würde. Und das nächste Problem, dass dies so lange dauert, viele Kernkraftwerke zu bauen, dass bis dahin weiter fossile Energieträger zu verwenden, also gut, Kernenergie ist letztendlich auch eine fossile Energiequelle, aber das würde dann zu spät kommen. Das heißt, es ist fast, sagen manche, ich kann es ja nicht beurteilen, ich gebe nur wieder, was ich diesbezüglich lese, aber viele sagen, dass das einfach nicht rechtzeitig genug möglich wäre, die Kernkraft so weit auszubauen und dann halt eben noch die politischen Problemchen und die Tatsache, dass das viele Leute auch nicht wollen, die damit einhergeht. Ne? Ich bin da wirklich völlig neutral. Das ist mir, wenn mir jemand erklären kann, dass das funktioniert und wenn wir das politisch durchgesetzt bekommen und deswegen den CO2-Level runterkriegen, dann meinetwegen auch so. Ist mir egal. Ne? Oder eben mit Wind oder Solarenergie und Wasserkraft und was es da sonst noch so alles gibt. Von mir aus auch gerne das. Hauptsache, es klappt irgendwie. Weil diese technischen Umsetzungsfragen, Forstwissenschaftler, keine Ahnung. So, jedenfalls, in jedem Fall müssen wir auch Nahrungsmittel anbauen. Das heißt, Platz wird wirklich sauknapp. Ich hoffe, das ist soweit verstanden. Dann habe ich hier noch den Punkt, wir müssen alle Veganer werden am besten. Das liegt einfach daran, dass Fleisch anzubauen eben erheblich mehr Platz, tatsächlich Flächenverbrauch pro Kilo Essen oder pro Kilo Eiweiß, pro Kilo Kohlenhydrate, was immer du dir vorstellen magst, ist der Flächenverbrauch von Fleisch Stand heute extrem viel größer als von pflanzlichen Produkten. Das liegt einfach an der Ineffizienz, dass wenn du eine Kuh mit einem Kilo Mais fütterst von mir aus oder was immer die gefüttert kriegt in der entsprechend modernen Tierhaltung, dann verbraucht sie davon 95% als Wärme, weil sie rumläuft. Weil sie halt nun mal ein Tier ist, das lebt, das enormen Energieverbrauch hat durch Fortbewegung, was Pflanzen so nicht haben. Und damit landet nur ein geringfügiger Anteil der aufgenommenen Energie tatsächlich in der Kuh gespeichert als Muskelmasse, als Steak, was wir dann letztendlich essen oder beispielsweise auch alternativ in der Milch. Ne? Das ist so der Hauptgrund, weshalb Tierhaltung viel weniger effizient ist vom Input-to-Output-Verhältnis als tatsächlich Veganismus beispielsweise wäre. Das ist eine Tatsache, das gefällt mir überhaupt nicht, weil ich mag mein Steak, aber es ist eine Tatsache. Und bei einer perfekten, super nachhaltigen Welt auf ganz wenig Platz bei gleichzeitigen Naturwäldern führt über den Zwangsveganismus, da fährt kein Weg dran vorbei. So, und wie man jetzt jemanden wie mich zwangsveganisieren möchte, bei aller Vernunft, ja, und bei aller Liebe zur Natur, wenn du mir mein Schnitzel wegnimmst, dann sind wir keine Freunde mehr. Ja, so. So, dann der nächste Punkt, wir sind sehr viele, also wir Menschen. Wahrscheinlich bräuchten wir Geburtenkontrolle oder Sterbehilfe, um den medizinischen Fortschritt auszugleichen. Soll heißen, wir können nicht gleichzeitig immer älter werden und gleichzeitig dann auch noch Nachwuchs kriegen und viel weniger Platz bekommen, weil der Wald sich weiter ausbreitet. Das wird auf keinen Fall funktionieren, da wird man sich also auch irgendwas einfallen lassen. So, du bist 80 Jahre, herzlichen Glückwunsch, hier hast du eine bunte Pille, nimm die mal, da wirst du sehen, was passiert. Kein schönes Szenario. Überhaupt kein schönes Szenario. Genauso wenig wie weltweit Geburtenbeschränkungen. Das mag jetzt im ersten Moment für Leute, die weder Kinder wollen noch Kinder haben, noch da jemals drüber nachgedacht haben, erstmal gar nicht so schlimm klingen. Aber Menschen mit Kinderwunsch, die es wie alle anderen Organismen auf diesem Planeten auch als Sinn des Lebens ansehen, sich irgendwie zu reproduzieren und damit zum Arterhalt beizutragen, das haben wir in uns. Das steckt uns in den Genen, den meisten von uns, nicht allen. Aber das heißt, da steckt es auch drin, aber andere Interessen überlagern das möglicherweise, je nachdem, völlig wurscht. Aber wer das intensiv
das Bedürfnisse danach verspürt. Ja, jeder wird doch jemanden kennen, der einen intensiven Kinderwunsch hatte oder sonst wie oder ohne Kinder total unglücklich wäre. Das wird zu großem Leid führen, wenn wir weltweit wirklich Reproduktion nur noch für einige wenige erlauben. Das nächste ist dann, für welche denn? Ja, wie wählt man das aus? Wer darf sich denn jetzt nun reproduzieren und wer nicht? Etc. pp. Also auch saumäßig schwierig. Keine Lösung in Sicht. Gut, die globale Erwärmung wird fruchtbares Land wahrscheinlich zusammenschrumpfen lassen. Dadurch steht wieder weniger Fläche für Urwald und für Landwirtschaft zur Verfügung. Nächster Faktor. Die Fläche wird also noch kleiner. Die ohnehin schon kleine Fläche. Ja. Und es ist ja wurscht, ob jetzt die Fläche, die potenziell zu Urwald werden würde, kleiner wird. Oder die Fläche, die für uns zur Verfügung stehen würde. Beides wird kleiner. In jedem Fall haben wir netto am Ende mehr Platz, weniger Platz. Dazu kommt, mal abgesehen davon, dass sich die Wüsten ausbreiten, natürlich noch der Anstieg des Meeresspiegels, wieder weniger Fläche. Dann, ja hier, ökonomische Faktoren. Mangel an Fläche macht Wohnraum oder private Gärten fast unbezahlbar. Da können wir alle so wohnen wie die Japaner auf 4 Quadratmeter und solche Späße in Tokio. Es ist so ein kleines Vergnügen von mir, mir abends kurz bevor ich schlafen gehe, irgendein Video zu lustigen Apartments in Tokio anzugucken. Ja, das ist völlig bekloppt und ja, man kann noch Dümmeres mit seiner Zeit anstellen, okay. Aber ich finde das einfach lustig, auf was für Bedingungen die eigentlich wohnen, was das dann für Geld kostet. Und ja, Guilty Pleasure nennt man das heutzutage ja, glaube ich, irgendwie. Gut, jedenfalls wird Wohnraum noch unbezahlbarer. Die Schere zwischen Arm und Reich nimmt vermutlich immer weiter zu. Es sei denn, man ist auf die Idee gekommen, vielleicht doch nochmal den Kommunismus auszuprobieren. Diesmal klappt's bestimmt. Ja, ne? Oder auch nicht. Gut. Wahrscheinlich bräuchte das dann auch immer während den Weltfrieden, damit niemand querschießt. Und was ist, wenn doch jemand querschießt? Nehmen wir also mal an, irgendwo bildet sich jetzt Nordkorea, um mal ein super beliebtes Land zu nehmen, das mir hinterher nicht böse ist, bildet sich jetzt ein, ja gut, die sind jetzt alle Pazifisten, verbrauchen keine Ressourcen mehr und haben kein Interesse an all den Ressourcen, die da in dem Wald drin stecken, wollen auch das Öl, was drunter ist, die Kohle, die drunter ist, und alles nicht haben. Dann nehmen wir uns das doch einfach. Und wenn sie was dagegen haben und uns einen bösen Brief schreiben, weil sie gar nicht genug Ressourcen haben, um sich irgendwie ein Maschinengewehr zu bauen, dann schicken wir eine Rakete rüber. Okay, die fliegen im Regelfall nicht allzu weit, aber vielleicht haben sie es bis dahin ja hingekriegt. Insbesondere, da sie die einzigen sind, die noch irgendwelche Ressourcen über das vernünftige Maß hinaus nutzen dürfen. Also, worauf ich hinaus will, wie verhindern wir in dieser perfekten Welt, dass nicht Einzelne auf die Idee kommen, ja, scheiß drauf, ich fäll trotzdem Holz, ja, und dass das viele werden. Und wenn das doch viele werden, wie kommen wir dann an einem Krieg vorbei? Und mit was wollen wir den führen? Mit Bambuslanzen? Holz ist ja ausgefallen. Ja, oder Plastikschwerter aus dem 3D-Drucker oder sucht euch was aus. Ich mache das so ein kleines bisschen jetzt in lustig, aber ich glaube, das waren genug Argumente, um sich klarzumachen, dass ein 100% Wald sich selbst überlassen Szenario völlig Banane ist. Das ist nun wirklich hinten und vorne nicht realistisch. Das wird sich nicht umsetzen lassen. Selbstverständlich könnte man jetzt sagen, ja gut, aber dein 100%-Szenario ist ja auch Mumpitz. Ja, dann machst du 80%, dann sind die Probleme immer noch viel zu groß. Das wird auch nicht funktionieren. Und auch nicht 50%. Auch das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemals realistisch sein würde. Der Platzmangel wird so eklatant wichtig werden, wenn wir noch weiter zunehmen. Und das werden wir. Und wir werden übrigens auch nicht alle vernünftig und Veganer werden. Insbesondere nicht die Ärmsten der Armen, die Zwangsveganer sind, weil sie sich niemals ein Stück Fleisch essen leisten können, sollten die doch, was aus gesellschaftlicher und aus ethisch-moralischer Sicht wünschenswert wäre, zum normalen, sagen wir mal, westeuropäischen Lebensstandard
kommen, ne? Wie auch immer das möglich sein soll, ne? durch wir geben alle freiwillig was ab, wird auch nicht passieren, aber dann werden die hinterher nicht als allererstes beschließen, oh super, jetzt kann ich es mir leisten, jetzt esse ich kein Steak, weil ist ja nicht gut fürs Klima. Und allein dieses ewige Thema, was wir Industrieländer, ja, wir haben jetzt fast sämtlichen Treibhauseffekt verursacht, dafür sind wir super reich geworden. Die jetzt nicht super reich geworden sind, die sollen gar nicht erst die Möglichkeit haben, das zu nutzen, was uns super reich gemacht hat, nämlich fossile Energieträger, sondern gleich mal von vornherein drauf verzichten. Obwohl sie jetzt langsam die Möglichkeit hätten, mit dem Zeug auch mitzuziehen und einfacher zum Beispiel eine Wirtschaft aufzubauen, wie es China beispielsweise gerade macht, als wir, die wir langsam Bedenken haben, wenn wir unsere Wirtschaft weiterhin auf fossiler Energie und so weiter und so fort basierend betreiben. Und das sind Dilemmas, ich habe keine Ahnung, wie man das lösen soll. Und das wird bestimmt nicht einfacher, wenn wir auf einen Haufen nachwachsende, natürliche und letztendlich immerwährend verfügbare Ressourcen, nämlich Holz, verzichten. Und damit sind wir beim nächsten vierten großen Kapitel, nämlich nachhaltige Nutzung von Wäldern, möglicherweise besser. Dazu habe ich nämlich aufgeschrieben, Holz substituiert andere nicht nachwachsende Rohstoffe. Und das bedeutet, genutzte Wälder speichern auch viel CO2, zusätzliches CO2 kann in Holzprodukten gespeichert werden. Vor allem, jedes Mal, wenn Holz genutzt wird, sparen wir fossiles CO2, welches nie freigegeben wird. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, ein Urwald, der viel CO2 speichert, was er ohne jeden Zweifel tut. Und was für jetzt kurzfristig auch erstmal besser wäre als Nutzung von Wäldern, das muss man auch ganz ehrlich zugeben. Das steht auch nicht zur Debatte. Das kommt bei jeder entsprechenden Untersuchung in die Richtung, nein, vielleicht nicht bei jeder, aber bei fast jeder Untersuchung in diese Richtung kommt das auch so raus, dass zumindest mal kurzfristig erstmal nichts tun im Wald erstmal aus CO2-Sicht besser wäre, ja? Aber langfristig kann bei Nutzung von Holz, jedes Mal, wenn Holz genutzt wird, und das addiert sich auf über beliebig lange Zeit, jedes Mal, wenn wir Holz nutzen, brauchen wir nicht ein Öl. Brauchen wir nicht eine Kohle. Ja? Es muss jetzt gar nicht um energetische Geschichten gehen, weil jedes Mal, wenn du einen Holzbalken wo einbaust, hast du keinen Stahlträger eingebaut. Stahl selbst besteht nicht aus Kohlenstoff, also zu geringfügigen Anteilen von bis zu 1% aus Kohlenstoff, möglicherweise. Aber Großteil halt eben doch nicht. Dafür ist aber jede Menge Kohlenstoff in Form von Energie eben notwendig, um den Stahlträger herzustellen. Und solange wir den Stahl nicht mit grünem Wasserstoff gewinnen können, was im riesigen Umfang schwierig werden dürfte, dann ist nie gut, ne? Ja, und nochmal, jedes Mal, wenn wir vermeiden, dass zusätzliches fossiles CO2 in die Atmosphäre gelangt, wo bleibt es dann? In der Lagerstätte, in der schon Milliarden, teilweise, na nicht ganz, ne, ganz so alt sind sie nicht, Millionen, hunderte von Millionen von Jahren rumliegt. Und da wird es auch noch weitere Millionen von Jahren rumliegen, wenn wir es dann drin lassen. Das ist der sicherste CO2-Speicher, den es gibt. Alles, was wir einmal in die Atmosphäre gepustet haben und hinterher versuchen, da wieder rauszukriegen, mit allen Technologien, die uns bisher zur Verfügung stehen und auch mit den natürlichen Prozessen, wie eben Algenwachstum im Meer, generelle Speicherung im Meer, Speicherung im Wald, ne, oder eben auch ins Gebirge wieder reinpusten, in Spalten im Boden reinpusten und was weiß ich was alles, was dann noch diskutiert wird. Das ist alles längst nicht so effizient wie einfach da lassen, wo es ist, solange es da noch ist. Und dadurch, durch diesen Substitutionseffekt, gehen ebenfalls die meisten Studien, gibt da auch noch ein paar, die da querschießen, aber es gibt doch einen recht weiten Konsens, davon aus, dass langfristig gesehen der Substitutionseffekt der Holznutzung als Nachwachsender erstmal so halbwegs klimaneutraler bis Klima nur ein bisschen schlechter Rohstoff eben erheblich nützlicher sein wird für ein sehr langfristiges Szenario. Also sehr langfristig, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, meint 150 Jahre und länger, 200, 250, so ab dem Punkt. So ab, je nachdem, wie du ihn fragst, wird ab 150 bis 250 Jahren der Punkt erreicht, wo Wald in Ruhe lassen und Wald nutzen von der CO2-Bilanz her ungefähr ausgeglichen ist. Ja, danach wird Wald nutzen immer besser, immer besser, immer besser. Wenn wir also 500 Jahre in die Zukunft denken wollen, wer sich tatsächlich traut, so sehr an die Zukunft denken zu wollen, auch wenn es einen nun wirklich nicht mehr betrifft,
Na, ich meine ja nur. In jedem Fall ist die Nutzung von Wäldern auch eine Form von CO2-Senke. Also auch bei Nutzwäldern, auch wenn sie relativ intensiv genutzt werden, wird da immer noch mehr CO2 gespeichert in Form der Holzprodukte, in Form von auch dem Holz, was im Wald eben dann doch auch noch zusätzlich zuwächst. Ist ja nicht so, dass da gar nichts wächst. Und eben durch die Substitution, das ist zwar keine Speicherung, aber das ist eine Vermeidung von weiteren und zusätzlichen Emissionen. Also das muss ganz klar sein, das ist sicherlich eins der Hauptargumente, das ich auch immer mal wieder gebracht habe und jetzt auch gerade jüngst in irgendwelchen Videos mal wieder aufgegriffen habe. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und wenn es auch erst in grauer Zukunft besser ist als Nichtstun des Waldes, haben wir halt jetzt schon eine nachhaltige Ressourcenquelle zur Verfügung. Und bei Nichtstun fehlt uns diese vollständig und was dabei dann rauskommt, haben wir ja gerade dargestellt im Extremfall. Und wenn es nicht der Extremfall ist, dann ist es halb so schlimm oder auch nur ein Viertel so schlimm, aber auch dann ist es immer noch ziemlich, ziemlich schwierig, das zu managen und das zu erklären. Und jetzt nehmen wir spaßeshalber mal an, von unserem 100% Naturwald weg, wir machen 25% Naturwald. Jetzt erklär mal Ländern, die da keinen Bock drauf haben, die sehr viel Wald haben, die sonst überhaupt keine Ressourcen haben, und das sind nämlich genau die Länder, bei denen die Waldzerstörung am gravierendsten ist, beispielsweise Brasilien, ja, erklär denen mal, dass sie 25% ihrer Wälder unter Totalreservat stellen sollen und unter Komplettschutz und dann nie wieder reingehen. Ja, kriegt das mal durchgesetzt, ohne Bolsonaro, ich sage jetzt mal doof, irgendwie politisch oder sonst wie loszuwerden. Ja, sonst wie ist natürlich hochgradig illegal und das machen wir natürlich nicht. Ja, aber nur mal so als Gedankenexperiment. Also das ist extrem problematisch. Es ist wichtig zu wissen, Urwälder speichern CO2 nicht ewig, brechen sie durch Umweltkatastrophen, die zunehmen, oder hohes Alter, was unausweichlich ist. Irgendwann zusammen wird das gespeicherte Kohlenstoffdioxid wieder freigesetzt, vielleicht nicht vollständig, aber in sehr großen Teilen. Das habe ich schon eingangs irgendwo mal erzählt, hier steht es jetzt nochmal, damit ich es vorgelesen habe. Wichtig, wichtig, wichtig. Wälder lassen sich besser als jedes andere Ökosystem naturnah bewirtschaften. Trotzdem sind hohe Erträge an Holz möglich. Soll heißen, eine intensiv genutzte Wiese hat mit einem natürlichen Ökosystem nicht mehr allzu viel zu tun. Ja, es ist bestenfalls eine naturnahe Kulturlandschaft. Das gefällt vielen nicht. Ja, und jedes Mal, wenn ich das sage, kriege ich ganz viel Schimpfe und ganz viel Ärger. Aber Begründung, warum ich das so sage, ist nun mal höchstens die Anhänger der Megaherbivoren. Die Hypothese mögen mir da widersprechen und damit um die Ecke kommen, aber die halte ich auch nicht gerade für besonders realistisch. Egal, jedenfalls. Die natürliche Entwicklung auf den allermeisten Flächen in Deutschland geht hin zum Wald. Das heißt, Wald ist das, was da von Natur aus stehen würde. Und wenn wir da einen Wald haben und den nutzen und der Wald bleibt, dann nutzen wir da das natürlichst möglichste Ökosystem und kriegen da trotzdem noch was Sinnvolles rausgezogen, nämlich Holz. Ja, nebenbei sorgt er trotzdem für gute Luft und gutes Wasser durch den Waldboden und durch die Baumkronen. Haben wir da also jetzt eine Wiese, auch wenn es eine magere Wiese ist, wo Schaf drauf rumrennt und weidet und nachhaltige Schafswurst oder Schafskäse oder was auch immer damit rumkommt. Ja? Und zusätzlich gibt es da jede Menge Orchideen, die grundsätzlich erstmal eine ganz tolle Biodiversität haben. Das sind 7000 Insektenarten unterwegs. Ja, ganz so viele werden es nicht sein. Da sind jede Menge Vögel unterwegs, die können da auch brüten. Da ist ganz, ganz toll. Es ist auch gar keine Frage, dass das ganz, ganz toll ist. Und die sind auch wunderschön. Und auch da hocke ich total gern drin, in so einem Magerrasen. Aber da würde sich langfristig trotzdem ein Wald hin entwickeln. Und wenn du stattdessen einen Magerrasen hast, dann hast du zwar auch irgendwo ein wertvolles Ökosystem,
Aber man könnte jetzt sagen, das darf man mir gerne widersprechen, dass man dann entschieden hat, dass das ein wertvolles Ökosystem ist und dass man es gegen die natürliche Sukzession da aufrecht erhält, weil man meint, es sei eben auch wertvoll und man müsse es erhalten, was stimmen mag. Ja, ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, aber es ist erstmal ein Handeln gegen die natürliche Sukzession und, wenn man das so sagen möchte, dann auch gegen die Natur irgendwo. Ja, ich weiß, da mache ich mich immer total unbeliebt, wenn ich das sage. Ja, aber ihr habt die Argumente gehört, warum ich das sage, und ich sage ja nicht, dass man das deswegen tun soll, aber es ist schon ein Argument. Ja, also Wald ist unsere Urnatur. Und wenn wir die nutzen können, ohne das Vorhandensein von Wald und die grundsätzlichen Strukturen von Wald, und das können wir, dazu kommen wir noch, zu zerstören, dann ist es einfach nachhaltiger und näher dran an der Natur, ja, als eben besagte Wiese. Oder als ein Maisacker. Oder ein Weizenfeld. Oder, und dafür habe ich auch neulich ganz viel Schimpfe bekommen, ein toller, super Bio-Öko-Gemüsegarten. Weil da wächst natürlich eben nicht Kohl, Tomate, Kartoffel, was auch immer, Lauch, sondern Wald. Und damit, der mag Bio und Öko und großartig sein, und das ist er bestimmt, gar keine Frage. Und wahrscheinlich hat er auch noch jede Menge Insekten zu bieten und die Schnecke, die sich da wohlfühlt, und der Igel meinetwegen, und sucht euch was aus, und die Vögelchen. Und alles ganz toll und ernährt jede Menge Leute. Aber ein natürliches Ökosystem ist es nicht. Ja? Also ich... Wie gesagt, ich habe da ganz viel Schimpfe für bekommen, werde ich dieses Mal wahrscheinlich wieder bekommen. Und ich habe ja keine Ahnung von Landwirtschaft, das stimmt ja sogar. Aber trotzdem, Landwirtschaft ist keine natürliche Landnutzung, außer... So, und diese Ausnahme, die ist wichtig und die wurde mir dankenswerterweise auch in die Kommentare geschrieben. Da, wo wir Landwirtschaft in Form von Weidetierhaltung in einer Landschaft, in der Weidetierhaltung deswegen super einfach möglich ist, weil die Landschaft eben aus einer Steppe besteht. Und das natürlich. Da ist dann auch Weidetierhaltung eine unglaublich natürliche Landnutzungsform. Wäre jetzt eine Ausnahme eben in Landschaften, in denen gar nicht die Natur, die Urnatur bzw. die sich selbst von alleine entwickelnde Natur nach heutigem Stand nicht Wald wäre, sondern eben besagte Steppe. Ja? Dann bist du da mit einer Herde Zebras, Antilopen, Schafe, Ziegen, was auch immer, Rinder, die du da möglichst nomadisch und möglichst in so einem Zyklus, dass sie nie zu viel wegfressen und gleichzeitig noch ein bisschen Dünger liegen lassen und dass das Ganze dann nachhaltig nutzbar ist, also die Menge an Gras, die da aufkommt durch die Viehherden, das ist eine absolut, auch eine sehr, sehr, sehr nachhaltige Landnutzung und auch ganz extrem naturnah und mindestens mal genauso gut wie eben eine extrem naturnahe Forstwirtschaft bei uns zum Beispiel in Deutschland. Ja? Also diese Ausnahme, die lasse ich absolut gelten, und dass ich die letztes Mal vergessen habe, tut mir leid. Deswegen gibt es ja die Möglichkeit, noch mehr Videos zu machen. gut. Gemüseanbau hingegen, insbesondere Kartoffel, ja, die ist ja sowieso, ne, Klobumbus, ne, wir erinnern uns. Ja, er heißt Kolumbus, aber ich nenne ihn, seit ich ihn mal falsch geschrieben habe, damals in der Schule, und mein Lehrer mich immer mit Klobumbus, der Erste, angeredet hat, heißt der Kerl bei mir nur noch Klobumbus und nicht mehr Kolumbus. Nochmal, Wälder lassen sich besser als jedes andere Ökosystem, zumindest hier bei uns in Mitteleuropa, in großen Teilen davon, auch nicht überall, aber fast, also meistens besser als jedes andere Ökosystem naturnah bewirtschaften. Trotzdem sind hohe Erträge an Holz möglich. Das Miteinander aus sehr nah dran an der natürlichen Landschaft und Bereitstellung von nachwachsenden Ressourcen, die relativ ressourcenschonend und pfleglich geerntet bzw. gewonnen werden können, relativ, nicht perfekt, das wird auch nie möglich sein, aber doch relativ gut. Das gibt's von der Weidetierhaltung in der Mongolei, mal abgesehen, eben nur so im Wald.
Für die Wirtschaft eines Landes bedeutet viel Wald nicht extremen Flächenmangel und hohe Kosten, sondern Reichtum und hohe Erträge aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Das ist deswegen wichtig, weil wenn wir uns ein Land angucken, das eben einen sehr hohen Waldanteil hat, beispielsweise Finnland. Ja, und wir gehen jetzt hin mit unserer globalen Idee, sämtlichen Wald unter Schutz zu stellen. Und was hat denn Finnland dann noch an zusätzlichen Einkünften? Ja, gefühlt nix. Touristen. Aber die dürfen ja auch nicht mehr in den Wald. Also nix. Die Finnen selber dürfen auch nirgendwo mehr hin. Deren Garten ist ja auch schon halber Wald. Dementsprechend hätten die Finnen echt ein Problem. Also das ist echt ein Thema. Gerade für Länder, von denen wir ja gerne wollen, dass sie den Wald erhalten, zu verlangen, wenn es ein sehr wertvoller Wald ist, Beispiel Brasilien und ähnliche, Indonesien, da irgendwelche Beispiele, die Ecke. Wenn wir von denen verlangen, jetzt doch bitteschön gefälligst die weltweit wichtigen Tropenwälder jetzt endlich in Ruhe zu lassen und da draußen zu bleiben. Ja, von was sollen die denn dann leben? Die haben halt sonst nichts. Das sind arme Länder, einzige Einnahmensquelle, wir holzen unser wertvolles Holz ab. Wir machen unseren Wald entsprechend kaputt und das hilft unserer Wirtschaft, dann geht's allen besser. Wenn du selbst am Verhungern bist, interessiert dich nicht, ob der Baum daneben dran 5000 Jahre alt ist. Ganz so alt sind sie nicht. Sondern du willst, dass deine Familie was zu essen kriegt. Und wenn du den jetzt umsägen und verhökern kannst, dann machst du das auch. Ja? Also was für ein Familienvater wäre man sonst? Alternativ eine Mutter, die ein plärrendes Kind zu ernähren hat, etc. pp. Ja? Also das ist einfach nur menschlich. Und das ist ja auch eben das Problem. Wir sind halt nun mal Menschen und dementsprechend werden wir uns auch wie Menschen verhalten. Und daher allein Punkt 1 beim dritten Kapitel, nämlich allgemeine Akzeptanz des Nutzungsverzichtes, müsste man jedem ins Hirn wirklich einbrennen. Wie soll das funktionieren? Ne? Jeder kennt doch bestimmt irgendjemand, der gegen vernünftige Ideen für realistischen Ressourcenverbrauch immun ist. Porsche-Fahrer zum Beispiel. Ne? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht, muss ja nicht zwingend ein Porsche sein, aber sowas in diese Richtung. Ja, so aus das Vernunftargument, dass er auch mit dem Fiat in der Gegend rumfahren könnte und wahrscheinlich auch dahin kommen würde, wo er hin will, oder gar mit dem E-Fiat oder mit was auch immer man da heutzutage bestenfalls rumfährt, das wird man dem so nicht verklickern können. Ne? Und wenn jemand unbedingt eine Urlaubsreise machen möchte und zum Beispiel nach Grönland nun mal nicht anders hinkommt als mit dem Flieger, dann flieg auch ich. Zum Beispiel. Ja, obwohl ich weiß, was das im Grunde genommen irgendwo anrichtet. Aber man isst sich dann halt doch, und da bin ich nicht alleine, das betrifft auch bestimmt 99% des Rests der Weltbevölkerung, man isst sich dann doch irgendwo selbst ein bisschen näher als dem ominösen Klima, das in der Zukunft für zukünftige Leute, die man nicht kennt, erhalten oder gerettet werden soll. Ja, nächster Punkt, die Jagd kann übrigens eine kleine Menge bestens nachhaltiges Fleisch liefern. Das ist ein Zusatznutzen des Waldes, denn die einzig artgerechte Tierhaltung ist keine Tierhaltung. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass die Jagd eine wirkliche Alternative zur Tierhaltung ist, dadurch, dass wir ja weiter Fleisch essen wollen. Aber sie kann eine tolle Ergänzung sein. Und der Rehrücken, den ich neulich hatte, ich habe langsam Probleme. Normalerweise freue ich mich, wenn ich ein Reh im Wald sehe und quatsche es an und wir unterhalten uns ein bisschen. Also ich erzähle was und das Reh haut ab. Aber in letzter Zeit mache ich eher so, lecker. Nein, mache ich nicht. Also bei allem Rehrücken ist es trotzdem eine tolle Naturbegegnung. Und das muss ja nicht ein Widerspruch sein. Ja, du kannst ein Tier auch respektieren und unglaublich sympathisch finden, obwohl du es, wenn du es auf dem Teller hast, auch sehr gerne verzehrst. Ja, das geht, das kann man machen. Ja? Gut. Forstwirtschaft ist weltweit etabliert. Das ist wichtig, denn ein bestehendes System anzupassen ist einfacher, als die Welt von Grund auf völlig umzukrempeln. Soll heißen, wollen wir die Wälder schützen, dann ist es der sicherere und realistischere Weg, anstatt riesige Waldflächen unter Schutz zu stellen, der dann eingehalten werden muss, weil sich alle einig sind, das zu tun, weil wir plötzlich vernünftig geworden sind. Und irgendwelche Holzmafias nicht mehr existieren. Und das ist das nächste Problem. Selbst wenn du Wald unter Schutz stellst, insbesondere in den Tropen, der ist derart am Arsch der Welt. Die abgelegenen Tropenwälder,
da hast du irgendwelche wirklichen mafiösen Strukturen mit Mord und Totschlag und allem, was dazu gehört, also wirklich, das ist kein Witz, die da einfach auf eigene Rechnung Bäume fällen, die zum Teil auch eben einfach die örtlichen Behörden bestochen haben, weil Geld haben die genug, die örtlichen Behörden im Gegenteil nicht. Und dann sind die natürlich anfällig für Bestechung. Wenn ich da Behörde wäre, würde ich wahrscheinlich auch Bestechungsgelder annehmen. Ganz ehrlich, kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich in der Situation, in der die Leute vor Ort sich befinden und dann auch noch bedroht werden von dieser Holzmafia, von der man weiß, dass sie über Leichen geht, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich da aus Grund von Prinzipienreiterei oder wenn meine Familie bedroht wird oder sonst was, also das muss man wirklich menschlich echt nachvollziehen können. Und ja, die müssten wir dann auch quasi, wir müssten Puff machen und weg sein. Die kriegen wir ja heute auch schon nicht bekämpft, diese Holzmafias. Da müsste man extrem viel Geld in die Hand nehmen. Die Länder, die es betrifft, die haben da kein Interesse dran. Vom Ausland her jetzt Soldaten, Elite-Kampftruppen oder was auch immer in den Wald zu schicken, dass die gegen die Holzmafia kämpfen, daran hat dann wieder ein anderes Land kein Interesse. Beziehungsweise das betroffene Land hat keinen großen Bock, Elite-Kampfeinheiten bei sich über die Grenze zu lassen. Warum nur? Jede Menge nicht lösbare Probleme. Deswegen, Forstwirtschaft ist weltweit etabliert. Und wenn wir diese verbessern, wenn wir diese nachhaltiger gestalten und gucken, dass ein Wald, der jetzt entweder ausgebeutet wird oder nutzlos ist, weil er unter Naturschutz steht, zu einer nachhaltigen, das Konzept der auch eure Kinder werden damit noch Geld verdienen, Lösung verstehen auch Leute in Peru oder sonst wo. Das ist schon ein wirkliches Argument und da gibt es viele schöne Beispiele aus der internationalen Zusammenarbeit, gerade im Bereich der internationalen Forstwirtschaft, wo unter anderem Deutschland, wo eben diverse internationale Hilfsorganisationen, aber auch eben schlicht und ergreifend Universitäten auch aus Deutschland teilweise daran beteiligt sind, dass es durchaus möglich ist, mit guten Leuten vor Ort, die den Leuten vor Ort, die auch lernwillig sind, die auf keinen Fall blöd sind, nur weil sie nie in der Schule gewesen sind die ja deswegen nicht dumm. Und die können das lernen. Und sobald die es gelernt haben, gibt es wunderbare Beispiele. Da kommen einem fast schon die Tränen in den Augen, so gut funktioniert das, dass die zentral, das nennt sich Low-Impact-Logging, kommt gleich beim fünften Kapitel, da kommen wir gleich dazu. Ich nehme es mal vorweg. Du fährst mit einer kleinen, schmalen Raupe, einem ganz einfachen Raupengerät, total billig. Ja, das kannst du dir selbst am Arsch der Welt noch leisten, in Anführungszeichen. Damit fährst du einfach nach einem vernünftigen Konzept, nicht sämtliche Bäume platt machen, bis du zum wertvollen Baum kommst, sondern du fährst nach einem bestimmten Muster, nur über immer dieselben Wege, dann verdichtest du nicht den gesamten Boden und vernichtest nicht allen Waldboden, sondern nur noch 10-20%. Das ist immer noch extrem viel, aber es ist so viel besser als 100%. Ja, das muss man sich schon klar machen. Und dann fahren sie nur, schneiden sie Schneisen nur da, wo sie unbedingt durch müssen, fällen nur den Baum, der auch Geld wert ist. Weil man muss wissen, in den tropischen Regenwäldern pro Hektar stehen vielleicht 2-3 wertvolle Bäume rum. Alles andere ist bestenfalls zur Brandrodung zu gebrauchen, um hinterher bekanntermaßen Soja, Palmöl etc. pp. Da anzubauen. Alles auch aus Bioanbau und nachhaltig möglich. Die Pflanzen an sich will ich jetzt gar nicht verteufeln. Aber häufig sind sie halt auch nicht aus Bioanbau und nachhaltig. Daher, ja. Und das ist eine so simple Maßnahme mit ein kleines bisschen Know-how, was ganz wenig Geld kostet. Da schickst du einen Typ, der das denen allen beibringen kann, dahin und danach hast du am Ende Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Hektar Wald unter Low-Impact-Logging-Beeinflussung. Das Holz wird legal verkauft, legal zum echten Weltmarktpreis. Das ist nämlich das Nächste, wenn die Holzmafias dran beteiligt sind. Dann kriegt derjenige, der es gefällt hat und für die Holzmafia arbeitet, immer noch nur einen Hungerlohn, während die Holzmafia selber 99% vom Gewinn einsteckt, weil ein Mahagoni oder solche Späße, ja, solche Holzsorten, das ist extrem viel Kohle wert auf dem internationalen Markt, wenn du dann auch noch beweisen kannst, dass das hier jetzt aus Low-Impact-Logging oder noch besser, sogar aus vollständig nachhaltiger, noch geringeren Impact-Logging Holzwirtschaft stammt. Ja? Und da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Und da könnte man politisch und auch wirtschaftlich, wenn man da einfach mehr drauf aufmerksam machen würde und da in diese Richtung einfach mehr kommunizieren würde, könnte man so viel tun.
dass er so viel besser wäre. Und ja, dann wird der Urwald weiter gerodet, in Anführungszeichen, und weiter genutzt. Aber eben nur die jeweils wertvollen Bäume, plus die Schneisen, um da hinzukommen, plus der Schaden, der beim Rausziehen entsteht. Aber im Endeffekt bleibt der Boden weitgehend intakt, jedenfalls so weit, dass er sich meistens, also nicht meistens, aber doch in sehr vielen Fällen zumindest, wieder komplett regenerieren kann. Und wenn nicht, dann wächst er doch der Dschungel wieder zu. Das heißt, der Regenwald bleibt Regenwald, weil er als Wald, als solcher erstmal erhalten bleibt. Der Regen bleibt intakt. Der Regenwald macht sich ja seinen eigenen Regen, das habe ich euch auch schon mehrfach erzählt. Muss ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Und wir verlieren einfach viel weniger Waldfläche. Und es ist wirtschaftlich wirklich völlig egal, ob du für ein paar Euro mehr Lohnkosten, das sind nicht mal Euro, Cent, ja, für ein paar Cent mehr Lohnkosten nur die wertvollen Bäume rausholst, der Wald bleibt stehen und trotzdem verdienen die Arbeiter und alle Beteiligten in Heidengeld, das ist einfach so viel besser. Ja, es ist nicht den Wald in Ruhe lassen. Es ist hinterher auch kein Urwald mehr, der je niemals eine Axt oder ein Beil oder die Motorsäge gesehen hat. Das ist es alles nicht mehr. Aber er ist noch da. Und, ne? Käseglocke drüber bedeutet, du musst dann den Leuten vor Ort ein Schweinegeld bezahlen, damit die nicht trotzdem in ihren Wald reinrennen. Und selbst wenn du ihnen ein Schweinegeld bezahlst, was hält die davon ab, in Hintertupfingen, ja, trotzdem in den Wald zu rennen und sich trotzdem noch einen Baum zu fällen? Beziehungsweise was hält die Holzmafia davon ab, dann da irgendwo eine Base einzurichten und da dann eben als Holzmafia weiter das Zeug zu fällen? Den Leuten vor Ort kann es egal sein, die werden ja trotzdem bezahlt. Und gegen die Holzmafia-Viren können sie sich sowieso nicht. Kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Wir kommen jetzt aber doch zum Kapitel 5, nämlich berechtigte Abers. Also die jetzt für mehr Urwald sprechen. Ja? Nämlich für eine nachhaltige und langfristige, nachhaltig naturnahe Waldwirtschaft muss noch einiges getan werden. Es gibt solche Systeme nur im Kleinen. Das ist nämlich auch die Realität. Das Bild, was ich hier jetzt male, von der perfekten, unglaublich nahen, natürlichen Ablauf im Wald sich befindenden Forstwirtschaft, das existiert so nur in der Wissenschaft. Da ja, aber nur da, leider. Wenige Ausnahmeflächen, wo es tatsächlich auch schon mal so umgesetzt wird. Da ist also politisch, hallo Herr Özdemir, machen Sie da mal was. Möglicherweise. Oder zumindest mal versuchen wäre schön. Oh, aber das sieht er wahrscheinlich nicht. Ja, egal. Jedenfalls der... das ist halt so ein Punkt, ja, dass man das wirklich nicht sagen kann, wir sind schon so weit und wir müssen das nur umsetzen, sondern es muss da auch noch viel geforscht werden, gerade eben auch unter dem Einfluss des Klimawandels. Es ist auch gar nicht so sicher, was denn jetzt nun die perfekte, nachhaltige und so nah an der Natur wie möglich Forstwirtschaft der Zukunft eigentlich ist. Für konstante Bedingungen könnten wir das heute schon sicherlich ganz gut sagen, aber da wir die zukünftigen Bedingungen ja leider nicht kennen, macht das alles noch erheblich viel schwieriger. Und da ist also sicherlich noch viel zu tun. Und wenn man den Weg dahin beschreiten möchte, dann wird es naturgemäß also auch Beispiele geben, wo es noch nicht oder auch mal wirklich völlig in die Hose geht und wo gehobelt wird, da werden Späne fallen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Da es ja um Holz geht. Das ist so. Das ist nicht schön. Und das ist nicht ganz so toll, wie ich mir das wünschen würde. Aber das ist nun mal leider die Realität. Das ist sicher ein Nachteil, beziehungsweise ein Argument, was man den Leuten, die sagt, lass den Wald in Ruhe, wirklich zugute halten müsste. Ganz nachhaltige, perfekte, ohne jeden Einfluss und den Wald als Ökosystem nicht beeinflussende Forstwirtschaft, das wird es niemals geben. Daher, wirklich nachhaltiges Holz ist auch teuer und dem muss die Politik Rechnung tragen. Weil wenn wir sagen, Holz soll der nachwachsende und nachhaltige Rohstoff der Zukunft sein, und das ist meiner Meinung nach durchaus Holz, beziehungsweise zusammen mit Bambus, zum Beispiel. Meinetwegen auch eurer blöden Handfaser, mit der ihr mich dauernd nervt. Aber Holz wird mindestens ein Teil des Portfolios sein, was da genutzt werden kann. Und zwar ein großer Teil der stofflichen Produkte der Zukunft. Ob man es auch verbrennen sollte,
höchstens als Alt- und Restholz, da dann ja. Primäre Verbrennungsnutzen, wenn man es vermeiden kann, dann besser nicht. In seltenen Fällen, wo es halt wirklich kürzeste Wege zwischen Wald und Ofen gibt und es sonst keine bessere Verwendung für das Holz gibt oder alles andere noch weniger nachhaltig wäre, weil man es dafür ewig durch die Gegend fahren muss, dann darf auch mal mit Holz auf jeden Fall geheizt werden, auch in einer nachhaltigen Zukunft. Aber in den meisten Fällen wäre eine stoffliche Verwendung natürlich vorzuziehen. Und das bedeutet aber, damit das Holz dann auch konkurrenzfähig bleibt, weil super schonende, super nachhaltige Forstwirtschaft ist nun mal teurer als mit dem Harvester alles platt machen. Ja, Stück Massegesetz. Das muss irgendwie subventioniert werden, weil sonst bleibt Holz ein Luxus für die, die sich's leisten können, und dann wird Holz nicht in dem Umfang genutzt, wie es aus Nachhaltigkeits- und Ressourceneffizienzgründen genutzt werden müsste. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das anders möglich sein soll, als tatsächlich mit der guten alten Subvention. Zumal die gute alte Subvention mit allen Nachteilen, die sie hat, zumindest mal wenigstens erprobt ist und man ungefähr weiß, wie die funktioniert, könnte klappen. Vielleicht. Aber ich bin ja auch dankenswerterweise kein Politiker und muss da nichts entscheiden, sondern kann hier nur rummeckern. Das ist so ähnlich, wie wenn man gemütlich auf dem Oppositionsbänkchen hockt. Ne? So, nächster Punkt. Es braucht auch Urwald in Anführungszeichen. Urwald gibt es ja nicht mehr. Ja? Aber auch Urwaldgebiete, diese sind als Hort der Biodiversität und als Referenzfläche für natürliche Waldentwicklung unverzichtbar. 10% der Waldfläche, aufgeteilt in Kleinstflächen und einige größere Schutzgebiete, die mit Rittsteinen vernetzt sind, scheinen sehr sinnvoll. Tatsächlich auch meine Meinung, aber das habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern dazu gibt es schon funktionierende Konzepte. 10% ist so ein bisschen mehr, als die Forstwirtschaft meistens hergeben möchte. Kommt drauf an, wo und wie und wann. 10% dürfte aber auch das Minimum sein, was die Forstwirtschaft bitte hergeben muss. Das müssen nicht die produktivsten Flächen sein, das ist gar nicht notwendig, aber 10% sollte es schon sein. Plus Kleinstflächen. Also was ich wirklich mir wünschen würde, ist also damit tatsächlich näher dran an den Forderungen der Naturschutzverbünde, was bei mir selten der Fall ist. Meistens bin ich da eher irgendwo nicht so sehr bei denen, als an den Forderungen von meiner Forstwirtschaft. Ja, was heißt meiner? Ich habe mit der nichts zu tun, außer dass ich es gelernt habe. Also die Wirtschaft ja auch nicht wirklich, sondern die Wissenschaft. Egal, lassen wir das. Jedenfalls 10% plus Kleinstflächen plus Trittsteine. Also Kleinstflächen, die mit Trittsteinen vernetzt sind. Das ist mehr oder weniger zum Beispiel das Alt- und Totholzkonzept von Baden-Württemberg. Andere Bundesländer haben das so auch. Andere Länder haben das so auch inzwischen in ähnlicher Form etabliert. Das heißt, wir haben Großschutzgebiete. Das ist in Deutschland beispielsweise ein Nationalpark oder ein Biosphärenschutzgebiet. In seltenen Fällen auch einfach riesengroße Naturschutzgebiete. Da gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg im Nordschwarzwald den Kaltenbronn. Das ist einfach nur ein riesiges Naturschutzgebiet, aber so groß, dass es auch schon fast als Großschutzgebiet zu zählen ist. Nur um ein Beispiel genannt zu haben. Ansonsten, wie gesagt, die Nationalparke. Die sind wichtig, weil bestimmte Prozesse in natürlich sich entwickelnden Wäldern finden nur dann statt, wenn die auch groß sind, diese Waldgebiete. Sind die nur kleine Inseln, dann können da nicht alle Prozesse großer, sich natürlich entwickelnder Waldgebiete ablaufen, und damit braucht es auf jeden Fall auch Nationalparks, wie viele. Da können wir uns wunderbar drüber streiten. Meiner Meinung nach langt's nämlich, was wir haben. Und wir brauchen mehr kleinere Flächen und mehr Verteilungsflächen, um das Ganze flächenmäßig besser zu vernetzen. Aber das ist nur meine Meinung. Da darf man gerne anderer Meinung sein. So, denn nämlich diese Kleinst- und Kleinflächen, das meint, in Baden-Württemberg heißt zum Beispiel Refugium. Das ist so irgendwas zwischen 1 und 3 Hektar meistens. Flächen, die sich selbst überlassen werden, also Urwald von morgen, der übrigens trotzdem betreten werden darf, im Gegensatz zum Naturschutzgebiet. Da darfst du also frei durchlaufen, darfst da auch ein Blümchen pflücken, wenn du das willst, darfst da eine Brombeere mampfen oder eine Heidelbeere oder was du da halt finden kannst. Tolle Sache, meiner Meinung nach. Weil ein einzelner Wanderer, der da durchläuft, der macht nichts kaputt. Meiner Meinung nach.
gut, egal. Jedenfalls, diese sind so die mittlere bzw. die nächst kleinere Größe hinter den Großschutzgebieten wie dem Nationalpark, das Refugium. Und zwischen den Refugien, die so ein bisschen mehr oder weniger schachbrettmäßig in der Landschaft verteilt sind, soll es jetzt noch geben. Bei uns in Baden-Württemberg heißen sie Habitatbaumgruppe, die kann man aber auch anders nennen, scheißegal. Das ist ein bis zwei bis drei bereits am Absterben sich befindliche Bäume, die dadurch, dass sie ein hohes individuelles Alter haben und eben in der Absterbephase bereits drin sind, für jede Menge die Biodiversität bereichernde Tiere interessant sind. Also für sämtliche Totholzbewohner, für einen Haufen Pilze, wirklich, wirklich einen großen Haufen, für den Specht, für alle, die hinterher in der Spechthöhle einziehen und. Und. So, und dadurch, dass es diese in gewissen Abstand immer mal wieder gibt und Tiere sind nicht so dämlich, dass sie die nicht finden würden, können sie sich dann quasi wie von Trittstein zu Trittstein über Habitatbaumgruppe zu Habitatbaumgruppe ins nächste Refugium bewegen, dort dann möglicherweise ihren Nachwuchs großziehen, der dann wiederum auch sich einen Trittstein sucht, ins nächste Refugium und immer so weiter. Und jetzt muss man sich klar machen, der nebendran sich befindende Wirtschaftswald, der ist ja auch nicht völlig unnötig und völlig ungeeignet als Lebensraum für die meisten Bewohner der Refugien oder der Habitatbaumgruppen, sondern in vielen Fällen finden sie da auch mal was zu fressen oder können auch mal noch einen vitalen Baum befallen, irgend so ein rindenbrütender Käfer, das machen sie ja viel mehr als uns lieb ist. Und da muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen dann machen, dass da das nicht funktionieren könnte. Erste Ergebnisse und erste Untersuchungen, die es dazu gibt, und das muss noch viel weiter ausgeweitet werden, das ist auch noch nicht so weit, aber die ersten Ergebnisse sind sehr, sehr positiv und das scheint wirklich einen tollen Einfluss auf zum Beispiel die Häufigkeit der Spechte zu haben. Also ich persönlich, subjektive Wahrnehmung, nicht wissenschaftlich, sehe in letzter Zeit so viele Spechte wie gefühlt noch nie. Also als ich klein war, habe ich noch niemals so viele Spechte gesehen, wie ich sie in letzter Zeit treffe. Nochmal, wir brauchen unbedingt auch solche Naturwälder. Ja? Nicht den gesamten Wald sich selbst überlassen. Das wird nicht möglich sein. Aber dass es Flächen geben muss, und zwar so viele wie nur irgendwie möglich, wie wir uns leisten können, ohne halt eben die besprochenen Probleme im zu großen Ausmaß zu bekommen. Aber so viele wie nur irgendwie möglich, und die brauchen wir auch. Und drum ist es auch wichtig, wenn irgendwo im Wald für was anderes weichen soll, zu schauen, ist das jetzt ein wertvoller Wald? Gibt es da denn schon alte Bäume? Denn die Auswahl dieser Alt- und Totholzgeschichten, da muss man halt auch gucken. Da kannst du nicht irgendwo die Habitatbaumgruppe hinmachen, wo der Baum erst in 150 Jahren oder was zum Habitatbaum wird. Das macht natürlich keinen Sinn. Sondern man muss sich schon genau überlegen, wo packe ich die denn sinnvollerweise hin, wo es denn auch bald interessant wird für eben die Biodiversität bereichernde Lebewesen. Ja. Übrigens auch für viele Pflanzen interessant, weil wenn die Bäume langsam absterben, entsteht ein sogenannter Lichtschacht, sodass am Fuß des entsprechenden Baumes, der kaum noch eine Krone hat, dann auch mal irgendwelche kleinen Blumen und Ähnliches wachsen können, für die es normalerweise im Wald viel zu dunkel ist. So, aber jetzt machen wir wirklich nächster Punkt. Wo es in dicht besiedelten Regionen noch Urwaldreste gibt, sind diese unbedingt zu schützen. Damit meine ich zum Beispiel den krassen Fall, das ziehe ich dann vorweg, egal. Es gibt in Tschechien meines Wissens große Diskussion, dass man da mit forstwissenschaftlichen Argumenten und eben dem Zeug, was ich jetzt auch genannt habe, argumentiert, dass Wirtschaftswälder doch fürs Klima und für die Welt und so weiter und so fort viel wichtiger und viel besser sind als Urwälder. Und damit begründet, die Urwaldgebiete, die es da noch in recht großer Zahl gibt, eben jetzt kleiner zu machen. So nach dem Motto, ach, ein bisschen Rest langt ja auch noch zum Erhalt der Biodiversität, da können wir jetzt ruhig noch ein paar Bäume raushauen. Und das ist eine häufig uns, die wir, also mir und den anderen Forstwissenschaftlern, die wir die Waldwirtschaft dem Urwald vorziehen, in Anführungszeichen, häufig vorgeworfenes Argument, dass quasi das, was wir sagen, dann verwendet werden kann, um die Vernichtung der letzten Primärwälder, und jetzt endlich auch mal den Fachbegriff für den Wald, den ich die ganze Zeit meinen, zu nennen, Primärwald nennt sich sowas, um die quasi ja, zu vernichten.
sind jetzt unsere Argumente ein ganz toller Grund, das dann auch zu tun und das politisch durchgesetzt zu bekommen und vielleicht sogar den Leuten in der Region, die die Bäume dann fällen sollen, auch auf diesem Wege zu verklickern. Und das ist ein Riesenproblem. Und leider, leider fällt mir jetzt auch wenig ein, was ich dann tatsächlich dagegen vorbringen kann. Natürlich wäre es jetzt schön, wenn, wie gesagt, ich meine, es wäre Tschechien gewesen oder Rumänien. Rumänien jedenfalls auch, mindestens auch. Wenn die sagen würden, nee, das sind total wertvolle Wälder, die stellen wir jetzt unter Schutz und da gehen wir nicht rein. Aber andererseits, es ist halt nun mal ein ganz anderer Staat. Das ist kein reicher Staat, beides nicht, nicht besonders reich zumindest. Und da stehen tatsächlich eben jede Menge Moneten rum und Geld und Ressourcen. Und das ist saumäßig schwierig, jetzt eben, das machen wir ja auch schon eine ganze Zeit in Brasilien und im Regenwald, als eines der reichsten Länder der Erde, da gehören wir ja schon auch irgendwo dazu als Deutschland, hinzugehen und zu sagen, böse, 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 wir durften zwar alles kaputt machen in der Vergangenheit, aber ihr dürft das jetzt nicht mehr, weil inzwischen wissen wir ja, dass das böse ist. Das ist im Grunde so ein bisschen wirklich ähnlich wie eben dieses Tropenwald-Dilemma. Und drum tue ich mich da auch richtig, richtig schwer, wie soll man zum Geier da mit dieser Situation eben bei diesen Karpaten-Urwaldgebieten umgehen. Ja, ganz, ganz schwierig. Ja, natürlich, wie mir es am liebsten wäre, mir alles sofort zu einem großen EU-Nationalpark draus machen. Ja, wie wäre denn das? Die EU macht einen EU-Nationalpark, der ist entsprechend größer als alle anderen Nationalparks. Jedes Land beteiligt sich irgendwie finanziell dran aus EU-Geldertopf. Und die Region kriegt da besonders viel von der Kohle ab und dann ist auch Tschechien oder Rumänien oder sonst wie glücklich. Aber da ich das nicht entscheiden kann, sau schwierig. Vor dem Hals. Langsam viel gequatscht. So, also das ist schon ein ziemliches Dilemma. Ne? Und wenn man es halt eben bei großen Resturwaldgebieten, die so riesig sind, dass sie einen signifikanten Teil der Landesfläche ausmachen, wo man das dann nicht machen kann, alles unter Schutz zu bestellen, wer soll das bezahlen? Beziehungsweise wir tun es ja nicht, wir könnten es, aber wir tun es nicht. Den Versuch hat es mal gegeben. Es hat mal, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, es hat tatsächlich mal irgendein Regierungsoberhaupt, ich weiß nicht mehr welches Land das war, von einem urwaldbesitzenden Land, also alles so plus minus nordsüdlich vom Äquator, ein sehr armes Land, hat tatsächlich angefragt bei der FAO, Food and Agriculture Organization muss es meine ich, oder bei der UN direkt, weiß ich nie mehr, ob wir denn nicht bereit wären als UN x Millionen, also im Grunde Schnäppchen für UN-Etat und für Ausgaben, die sonst so haben, zu zahlen, um hier riesiges, unglaublich wertvolles, aus wissenschaftlicher Sicht eines der biodiversitätreichsten Waldgebiete, die es überhaupt auf dem ganzen Planeten gibt, zu schützen für die nächsten so und so viele Jahre. Ne? Hat eine Rechnung geschrieben sozusagen und wenn nicht, dann machen wir es platt. So, oder nach und nach. So, haben wir es bezahlt? Nö, haben wir natürlich nicht. Ja? Hat sich Deutschland irgendwie davor getraut und gesagt, ja, wir würden, das hätten wir auch als Deutschland allein bezahlen können. Überhaupt kein Thema. Ja, gar kein Thema. Bauen wir eine Autobahn weniger oder akzeptieren 3 Schlaglöcher auf der Autobahn und schwuppdiwupp ist das bezahlt. Ja? Haben wir nicht gemacht. Hat uns nicht interessiert. Ja, und es gab auch keinen großen Aufschrei aus der Bevölkerung, nachdem wir es nicht gemacht haben. Die allermeisten Leute dürften es überhaupt nicht mitbekommen haben. Und auch ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, welches Land das war. Ne, es ist weit weg. Wenn es weit weg ist, interessiert es einen nicht. Das sollte nicht so sein, das ist aber leider so. Ja, also wo es Urwaldreste gibt in dicht besiedelten Regionen, sind diese unbedingt zu schützen. Das ist auf jeden Fall Pflicht. Wenn es nur noch kleine Reste sind, dann sind das nämlich die letzten Reste, die die natürliche Entwicklung in dieser Region so ein bisschen konservieren und die dann später auch für die Forschung und für die mögliche Rekonstruktion und die Anwendung auf genutzte Naturlandschaften oder natürlich naturartige Landschaften, dass man da die beste Forstwirtschaft entwickeln kann. Das kann man nur, wenn man weiß, wie der natürliche Wald in dieser Region da eigentlich aussieht. Oder die natürliche Natur, wenn es jetzt überhaupt eine Region ist mit Wald. Kann auch eine natürliche Steppe sein oder was auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und da würde ich dann auch sagen, da darf man auf keinen Fall dann noch rangehen, wenn nur noch ein letzter Rest da ist. Tatsächlich, je knapper der Rest wird, desto wertvoller wird er letztendlich. Das ist leider so, dass der Druck erst dann zunimmt, wenn es wirklich, wirklich selten ist. Das ist böse und scheiße, aber wem muss ich erzählen, dass auf dieser Welt nicht alles gut läuft? Allerdings wird es wohl kaum möglich sein, den gesamten Rest am tropischen Regenwald unter Schutz zu stellen. Hier kann aber mit zum Beispiel Low-Impact-Logging viel erreicht werden. Das hatten wir schon besprochen, ne? Also du kannst einem Land, das nur vom Wald lebt, nicht den Wald wegnehmen. Das wird sich nicht durchsetzen lassen. Eine große Herausforderung, die letzten nur von der Weltgemeinschaft eine große Herausforderung, die letztlich nur von der Weltgemeinschaft gelöst werden kann, wird es sein, den Schutz der letzten Urwälder auch finanziell lukrativ zu gestalten. Sonst werden wirtschaftliche Interessen unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit gegen die Natur ausgespielt. Sicherlich eine der größten Herausforderungen. Ja, eben Beispiel diese Tschechien- und Rumänien-Geschichte, wo man dann sagen kann, ja, es ist doch nachhaltig, wenn man jetzt den Wald zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft überführen und dann schön viele Ressourcen zur Verfügung stehen. Und da kann wirklich nur, weil sich das kein Staat alleine erlauben kann, schlicht und ergreifend, wirklich bloß die Weltgemeinschaft hingehen und sagen, so, wir sind hier jetzt die Vereinigten Staaten der Erde und wir beschließen jetzt, dass jedes Land, das irgendwie, keine Ahnung, wertvolle Wälder hat, hier haben wir Günther, unseren unabhängigen Gutachter, der sagt, ob die wertvoll sind oder nicht. Und wenn Günther sagt, die sind wertvoll, dann kriegst du da pro Hektar, pro Jahr, keine Ahnung, 10.000 Weltgeld. Bitcoin. 10.000 Bitcoin, das wäre lukrativ, ne? Gut. Abschließend, was wollte ich noch sagen? Was habe ich mir damals überlegt, dass ich das geschrieben habe, was ich noch sagen will? Urnatur ist unweigerlich verschwunden. Urwälder von morgen werden nie Urwälder sein. Wir müssen akzeptieren, dass der Zug abgefahren ist. Trotzdem können wir versuchen, die Weichen auf eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Dafür brauchen wir dann aber sehr viel Realismus und höchstens eine Prise Romantik. Das ist ja auch so mein Ding, ne? Als diese Romantisierung, die Natur als großes grünes Kugelknödeldings wird wissen, was zu tun ist und richtet das alles so her, dass es tatsächlich am besten ist. Das mag sein, ja, aber in diesem für die Natur am besten haben wir eben nur einen Platz mit einer Bevölkerungsdichte von ein paar hunderttausend Menschen weltweit, allerhöchstens, ach Quatsch, nicht mal, ja. Paar 10.000 Menschen weltweit. Da kann man sich kloppen. Kann man sich kloppen, wie viele das sein werden. Aber 8 Milliarden? Nee. 1 Milliarde? Nee. Ja. Und dementsprechend keine so gute Idee, sofern man irgendwie ein Interesse daran hat, sich selbst am Leben zu erhalten. Weil das ist nämlich das Nächste. Oder die Familie oder sonstige Leute, die einem am Herzen liegen. Weil würden wir tatsächlich alle wegsterben, und das ist die gute Nachricht, sollten wir, weil wir es nicht hinkriegen, eines Tages alle wegsterben. Gut, individuell muss man sowieso sterben, das ist klar. Da führt kein Weg dran vorbei, was ja gut so ist und fair und richtig. Aber als Gesamtheit, also als Menschheit, die Chancen, dass wir uns demnächst die Lebensgrundlage unwiderruflich kaputt machen, stehen gar nicht mal so schlecht. Und das ist die gute Nachricht. Wenn es uns nicht mehr gibt, dann können wir uns so mit dem letzten Atemzug drüber freuen, dass jetzt die Natur wieder dran ist und nach uns alles in Ordnung ist. Wie bei dem beliebten Witz, den kennen sicherlich schon viele, treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine, oh, mir geht's nicht gut. Ja, was hast du denn? Ich hab die Menschheit. Oh, du Armer. Hatte ich auch schon. Das geht vorüber. Ja, und in diesem Sinne, ich danke fürs Zuhören. Zu sehen gab es ja diesmal wieder mal nicht viel. Wünsche trotzdem alles Gute. Hoffe, es war vielleicht ein bisschen was dabei, was euch auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft machen kann. Weil wie ich finde, ist das Problem tatsächlich lösbar. Und mit der Hilfe des Waldes, bei Erhalt des Waldes, sind wir schon ein ganzes Stück weiter in eine nachhaltige Zukunft mit nachhaltiger Ressourcennutzung. Wie das mit der Energiewende funktioniert, müssen Leute, die sich damit auskennen, bitteschön klären. Aber was die Waldnutzung angeht, bin ich mir ziemlich sicher, dass es technisch
ethisch, moralisch und auch vom menschlichen her, vom Arbeitsaufwand her und vielleicht sogar auch vom politischen her nach und nach möglich sein würde, da wirklich eine nachhaltige Waldnutzung in Zukunft anzustreben und das sogar global. Das halte ich zumindest für denkbar. Ja? Als eher pessimistischer Mensch, könnte auch sein, dass es in die Hose geht, aber es könnte klappen. Es könnte wirklich, wirklich klappen und ich möchte hier mit einem positiven Grundton schließen und nicht mit dem Bösen, die Menschheit ist weg, Witz, wobei letztendlich ist das ja auch, wenn man will, ein positiver Grundton, ja, für die ganz Bösen unter uns, die schwarzen Humor sehr mögen und die Natur mehr schätzen als die Menschheit. Also so Leute soll es ja geben, habe ich gehört. Ja. Aber nehmt denen nicht übel, im Grunde haben sie ja recht. Macht's gut. Tschüss. Und lieb sein, ja, zueinander und so. Wichtig.